Mut zur Fachlichkeit. Deswegen habe ich das Thema gewählt und möchte euch das gerne heute ein bisschen näher bringen. Ich bin viel in Projekten unterwegs. Also ich arbeite bei so einer Beratungsfirma, die zufällig auch mir selber gehört. Und dann sind wir natürlich viele in Projekten, beraten in den Projekten, setzen in den Projekten um. Und das sind recht große Projekte normalerweise. Die gehen über Jahre. Und was wir dann immer sehen, ist, dass sich extrem viel, also dass die Teams sich extrem viel auf Technologien stürzen, auf Frameworks, also Generatoren und DSLs bauen und solche Geschichten. Und die eigentliche Fachlichkeit, die umgesetzt werden soll, so im Laufe der Zeit immer stärker in den Hintergrund rückt. Das Geld verdient man aber normalerweise mit der Fachlichkeit. Also wenn ihr in irgendwelchen Unternehmen seid, die irgendwas umsetzen, dann verdient ihr das Geld mit der Fachlichkeit und nicht mit tollen Technologien und Architekturen. Und ich will heute mal schauen, weswegen ist das so? Also deswegen rückt die Fachlichkeit ein bisschen in den Hintergrund, wo ist das Problem, nur ganz kurz. Und dann zeigen ganz, ganz einfache Tricks, Patterns aufzeigen, wie man die Fachlichkeit wieder stärker in den Code reinkriegt. Also die Idee soll sein, man macht den Code auf und kann wirklich die Use Cases lesen. Ich kann meinen Code an meinen Kollegen übergeben und der weiß auch, was das Ding macht. Und der Code ist in sich sicher. Also ich kann, werden wir gleich noch sehen, ich kann gar keine Objekte oder Modelle erzeugen, die nicht konsistent sind, also nicht fachlich valide sind. Und was das für Probleme bringt, wenn das doch andersrum ist, werden wir gleich auch sehen. Wenn ich zwischendurch mal blinzel, dann liegt das an dieser Lampe, dann habe ich kurz mein Augenlicht verloren, aber das hat nichts zu sagen. Also das liegt dann nicht an dem Bier, das bin ich eigentlich gewohnt. Ja, stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr habt einen super tollen Abend verlebt mit dem aus eurer Sicht hoffentlich potenziellen Partner, zukünftigen Partner eurer Wahl. Und jetzt kommt die Situation, ihr seid er oder sie, ihr seid glaube ich fast alle er hier, ne? Ja. Ihr seid er oder sie und jetzt kommt die Situation, wo man bezahlen muss. Und dann würde man, was würde man normalerweise sagen? Man würde sagen, Herr Ober oder Herr Kellner oder hallo, ich möchte gerne bitte zahlen. Ne? Und das kann jeder verstehen. Wir ITler, wir sind ein bisschen anders gestrickt. Was würden wir ITler sagen? Wir würden sowas sagen wie, may I submit my billing info to your merchant account via your payment gateway. Und wenn man das sagt, wenn man abends mit seinem potenziellen Partner unterwegs ist, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es nicht der potenzielle Partner wird oder der Partner wird oder dass der auch ein Problem hat. Also dann kann man vielleicht mit ihm zusammenkommen. Und die Frage ist jetzt, weswegen sind wir so? Ne? Also weswegen, so programmieren wir, wie wir es da gerade gesehen haben und so reden wir auch. Und so reden wir auch mit dem Endnutzer und so reden wir auch mit der Fachabteilung. Also wir reden ja nicht mit denen in der normalen Sprache, sondern in unserer IT-Sprache. Ich habe heute so ein paar Patterns mit dabei, die zum größten Teil auf Eric Evans beruhen, Domain-Driven Design. Wem sagt das was? Das ist schon mal vorbildlich, sehr gut. Und die Idee von Eric Evans ist, dass gute Software oder große Software nur funktionieren kann, wenn man ein passendes Domain-Modell findet. Und er sagt halt auch dabei, dass, was wir hier sehen, dass der primäre Fokus auf diesem Domain-Modell liegen sollte und auf der Domain-Logik liegen sollte. Also nicht irgendwie auf technischen Konstrukten, Architekturen, Frameworks oder sonst was, sondern ich soll mich mit meinem Team auf dieses, auf die Domain und die Domain-Logik fokussieren und das auch in dem Code ausdrücken. Und das Ganze, ich habe das in Klammern hier ergänzt, weil das im Satz vorher steht, should be based on a rich domain model. Das ist ganz wichtig, werden wir nachher sehen. Also nicht nur auf einem Modell. Ein Modell ist ja eine Abstraktion der Realität. Das ist auch wichtig. Wir wollen nicht die Realität abbilden, sondern die Teile, die für die Software relevant sind. Und wir werden sehen, ein rich domain model ist viel mehr als nur ein Model. Die Unterschiede werden uns gleich noch klar. Also das rich domain model, das ist das Entscheidende, was wir heute mitbekommen. Die meisten haben ein Model oder Domain Model und eben kein Rich Domain Model. Aber kommen wir nochmal zur Sprache zurück, was wir gerade eben gesehen haben. Was ist das Problem daran, dass wir so reden? Das Problem ist, dass wir unterschiedliche Stakeholder haben. Also wir haben sowas wie die Domain-Experten, also die Fachexperten. Wir haben sowas wie die End-User, also die, die das dann benutzen sollen. Und wir haben sowas wie die Technical Experts, das sind wir. Und wenn die alle andere Sprachen sprechen, dann muss es übersetzt werden. Also dann muss irgendwie der eine den anderen verstehen über die, dank dieser Übersetzung. Und die Übersetzung ist einfach teuer, weil ich muss dir erklären, was ich mit meinem komischen Ausdruck meine. Und du nickst wie jetzt auch, weil du mich sowieso nicht verstehst. Und irgendwann nickst du nur noch, weil du denkst, das hat alles keinen Sinn mehr. Und dann geht unglaublich viel verloren. Also unglaublich viel von der fachlichen Logik geht verloren. Das ist so ein bisschen stille Posteffekt.
man denkt, man hat den anderen verstanden und man merkt aber irgendwann, na, so richtig verstanden habe ich ihn nicht. Also da allein in diesem ersten Schritt, wenn man keine gemeinsame Sprache entwickelt, hat man eigentlich schon verloren. Und Eric Evans sagt dazu, diese gemeinsame Sprache, bevor wir irgendwas anderes machen, ist das Wichtigste, eine gemeinsame Sprache zu finden. Also er hat das Ubiquitous Language, wird ein bisschen anders ausgesprochen. Ich habe es mir schon tausendmal angehört, wie es ausgesprochen wird, kann ich aber nicht. Ist ein ganz kompliziertes Wort, aber merkt euch, gemeinsame Sprache. Und das Wichtige ist, die gemeinsame Sprache ist nicht unsere Sprache. Die gemeinsame Sprache ist die Fachsprache. Also wenn ich im Bankenumfeld unterwegs bin, sind das Bankenfachbegriffe. Wenn ich im medizinischen Umfeld unterwegs bin, sind das medizinische Begriffe. Und da hat der Begriff Service oder sowas nichts zu suchen. Service ist ein technischer Begriff. Ne? Das ist ganz wichtig. Das kann dazu führen, hier kommt häufig die Diskussion auf, ist die Sprache denn Englisch oder Deutsch? Ihr programmiert wahrscheinlich fast alle in Englisch, gehe ich von aus. Ne? Okay, da schütteln schon einige die Köpfe, sehr gut. Das kann nämlich dazu führen, dass bestimmte Fachbegriffe nur auf Deutsch existieren. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Also gerade im Behördenwesen, aber auch im medizinischen Wesen, da gibt es einfach Konstrukte, die gibt es nur im Deutschen. Die gibt es, also, was weiß ich, medizinisches Abrechnungswesen, die gibt es in anderen Ländern nicht. Jetzt könnte ich hingehen und das künstlich Wort für Wort übersetzen, das fühlt sich aber falsch an. Und da kommt man dann schnell dazu, dass man im Code get, set und dann halt einen deutschen Begriff dahinter setzt. Das ist aber auch nicht unbedingt schlimm. Ne? Also wichtig ist nur, dass man sich auf eine gemeinsame Sprache einigt, also sowohl Deutsch als auch Englisch, als auch auf eine Fachsprache. Und was wir häufig machen, ist, dass wir tatsächlich ein Glossar führen mit Fachbegriffen, dass alle dieselben Begriffe verwenden. Ich komme nachher noch an einem Beispiel darauf zu sprechen, weswegen das ganz, ganz wichtig ist. Und entscheidend ist eben, dass die Begriffe aus diesen Welten kommen und nicht aus dieser Welt hier. Ne? Und wenn ich dann mein Modell irgendwo an der Wand habe, gemalt habe, dann kann ich tatsächlich auch mit den Domain-Experten hingehen und an die Wand rangehen und sagen, hier so und so sind die Abhängigkeiten, ist das okay? Also nicht mein Datenbankmodell, sondern mein fachliches Modell. Und dann kann man mit den Leuten darüber diskutieren. Das geht nicht, wenn ich da Services hinmale und Repositories und was es alles geben mag. Okay, also das erstmal die Basis, eine gemeinsame Sprache. Was wir dann wollen ist, ich habe ja schon über dieses Rich Domain Model gesprochen, wir wollen dieses, was wir da sehen, produce software that makes perfectly sense to business, not only to coder. Also die, was ich gerade schon gesagt habe, wenn ich meinen Code durchlese, dann will ich da die Use Cases sehen. Dann will ich, also ich will wirklich Use Cases lesen können. Und wenn ich irgendwo draufklicke auf einen Button und das knallt irgendwo im Webinterface zum Beispiel, dann will ich relativ schnell im Code finden können, wo ist das? Und nicht über irgendwelche Generatoren mich durchwühlen und XML-Konfigurationsdateien oder sonst irgendwas. Und der eine oder andere lacht, aber das ist unser täglich Brot. Ne? Und dann sind da noch Business Process Engines drin, die auch absolut sinnvoll sein mögen, aber die sind meist so geschrickt, weil keiner genau weiß, was das Voodoo-Zeug macht, dass man alles an Informationen reinpackt, das holt sich dann schon das Passende raus und am Ende alles wieder rausholt. Ne? Also ist nicht besonders performant, hat aber eben auch zur Folge, keiner weiß, was da an Business-Logik überhaupt abgeht und wenn Fehler passieren, wo die passieren. Also soll Sense-to-Business-Users machen und wir wollen Software produzieren, die im gesamten Lifecycle in einem in sich konsistenten State sind. Und da sind wir beim Thema Validierung und Objekterzeugung. Ich will nur gültige Objekte erzeugen. Man kann sich vorstellen, eine gültige Adresse in Deutschland, da gibt es einfach Regeln, wie so eine Adresse auszusehen hat. Ein Name kann man sich vorstellen, Name ohne irgendwas oder mit nur einem Buchstaben ist in Deutschland eher unüblich, also Nachname mit einem Buchstaben. In Asien gibt es das sicherlich schon, ne? Also da gibt es unterschiedliche Validierungsregeln. Das Problem hierbei ist, dass wir viele Frameworks haben, die uns das zur Verfügung stellen, also Bean Validation. Kennt ihr Bean Validation? Ja, ne? Kennen sicherlich viele. Oder auch andere Validierungsframeworks. Die meisten setzen aber nur an zwei Stellen ein, nämlich hier oben, in dem Moment, wo ich zum Beispiel im Java-Umfeld über JSF, also JSF-Validierung oder mit Bean Validation zusammen, irgendein Formular entgegennehmen, da kann ich sagen und guck bitte, dass in dem Feld was drinsteht und dass das eine gewisse Länge hat oder ein gewisses Pattern erfüllt, E-Mail zum Beispiel, dass ein E-Mail-Pattern erfüllt wird. Das gilt dann hier oben und das gilt hier unten nochmal, wenn es eine Entität ist oder ein Embeddable, in dem Moment, wo ich es in die Datenbank pumpe. Aber die gesamte Zeit dazwischen, und das ist das, wo unsere Business-Logik abläuft,
kann ich das Modell beliebig verfälschen. Da kann ich die E-Mail auf Null setzen oder Hallo reinschreiben oder sonst irgendwas. Dann trigger ich damit über Web-Services einen dritten Service an oder pumpe das über REST raus und verfälsche auch andere Systeme. Also wenn ich sage, in einem korrekten State und always, dann meine ich von hier bis hier und alle angeschlossenen Systeme und nicht nur punktuell hier und punktuell hier. Werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Das ist ganz wichtig. Ich mache mit euch jetzt mal, das nenne ich Déjà-vu-Experiment. Also ich zeige einfach ein paar Code-Snippets, die wir so täglich in der freien Wildbahn sehen. Und ich bin mir sicher, ihr habt die auch schon gesehen, bei eurem Kollegen, der links neben euch am Schreibtisch sitzt in der Firma, sicherlich nicht bei euch. Und wenn ihr irgendwas davon wiedererkennt, bleibt sitzen. Wenn ihr nach diesem Déjà-vu-Experiment sagt, nee, sowas habe ich noch nie gesehen und sowas gibt es bei mir nicht, dann könnt ihr gerne gehen. Aber dann könnt ihr an der Verlosung nicht teilnehmen. Ne? Also insofern müsst ihr trotzdem bleiben. Ja, fangen wir mal an. Das ist so ein, ich hoffe, das kann man erkennen, ne? Von der Größe her. Das ist so ein klassisches Domain-Model oder Domain-Objekt oder Domain-Klasse, die man modelliert. Customer, der Kunde, der hat einen Vornamen, der hat einen Nachnamen, der hat ein Geburtsdatum und der hat eine Adresse in diesem Fall. Ja, und wenn ich mir das so anschaue, also da hat sich ja jemand schon Gedanken gemacht, vielleicht ein Webshop-System. Ne? In dem Webshop-System gibt es einen Kunden. Also da hat sich jemand schon über die hat er schon irgendwas modelliert scheinbar. Das ist mehr als nur eine Person oder so, das ist halt ein Kunde und der hat irgendwas, vielleicht hat er auch noch eine Customer-ID, die jetzt hier nicht mit reinkommt. Und dann packt man diese Attribute da rein und auch schon richtig gemacht, alles private, damit man von außen nicht drauf zugreifen kann. Und was macht man dann? Rechte Maustaste über das Tool generieren, Getter und Setter. Ne? Ist ja so einfach. Und wenn man dann noch nach Zeilen Code bezahlt wird, oder es sieht ja cool aus, wenn man so viel hat, dann ist man gut dabei. Das Problem ist, wo ist hier die Fachlichkeit? Also das hat ja nichts mit Fachlichkeit zu tun. Ne? Also weiß ich, ob der Nachname tatsächlich geändert werden darf oder nicht? Also ist das eine Anforderung, der Nachname muss geändert werden können, ja oder nein? Das wird hieraus nicht klar. Ne? Also ich habe einfach nur meine Setter, weil ich sowieso die Felder da oben habe. Das andere ist, wenn ich jetzt diesen Customer erzeugen würde, dann kann ich ja beliebige Permutationen, also ich kann ja sagen New Customer, und danach beliebige Setter aufrufen, ne? Also von diesen Feldern. Das heißt, vielleicht erzeuge ich den mit Vornamen, ohne Vornamen oder sonst irgendwas. Also das wäre kein in sich konsistenter State. Also das, was mein Ziel vorher war, habe ich noch nicht mal bei der Erzeugung erreicht. Was macht man dann? Dann sagt man ja, okay, diesen Default-Konstruktor, den erlaube ich nicht, sondern ich habe dann natürlich nur Konstruktoren, die diese gültigen Kombinationen zur Verfügung stellen. Und mein Customer wäre gültig mit First Name, Surname, Zip Code und City, aber auch mit dieser Kombination. Und dann kommt man ganz schnell dahin, dass man irgendwie 5000 Konstruktoren hat, weil es ja ganz viele beliebige Kombinationen gibt. Dann hat er vielleicht noch Zahlungsmöglichkeiten, Rechnung oder Kreditkarte. Und bei Kreditkarte brauche ich einen anderen Konstruktor als bei Rechnung und so weiter. Also wir nennen das immer Constructor Hell an der Stelle. Das wird umso kritischer, wenn ich dann mit entsprechenden Tools arbeite und nicht mehr so genau weiß, was ich da reinpacken muss. Ne? Dann packe ich einfach mal irgendwas rein. Also wer weiß noch, wo der Zip-Code war und wo die City war. Also man lügt sich dann irgendwie so eine Reihenfolge zurecht und hofft, dass der die API gebaut hat, Vorname, Nachname gewählt hat und dann die Adressdaten. Und dann wundert man sich, wenn das Geburtsdatum plötzlich Hallo heißt oder so. Aber gut. Okay, was macht man da? Also erstmal haben wir dieses Problem und ich kann natürlich trotzdem hier auch einfach Null übergeben. Schützt mich ja auch keiner vor. Ne? Oder irgendwie einen Vornamen mit einem Buchstaben. Was macht man da? Man geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich bringe die Validierung natürlich hier mit rein. Also jetzt habe ich einen State erreicht, wo ich tatsächlich nur konsistente Objekte erzeugen kann. Also erste Ziel erreicht, weil ich die Validierung mit hier drin habe. Also welches Validation Framework man dann nimmt, sei mal dahingestellt, aber ich kann jetzt unabhängig von JSF-Validierung oder Bean-Validation durch dieses Konstrukt nirgendwo in meinem gesamten Stack New Customer aufrufen mit ungültigen Daten sozusagen. Ich kann es aber trotzdem über die Setter noch beliebig verfälschen. Ne? Also ich habe hier gesagt, da muss ein First Name sein und der darf nicht leer sein und hier übergebe ich einfach ein Null irgendwo später. Schützt mich auch keiner vor. Also habe ich auch nichts gewonnen. Was macht man dann? Dann geht man noch einen Schritt weiter und sagt,
Achso, okay, da habe ich zwei Sachen in einem. Man verlagert das einfach hier in die Setter-Methode rein. Der Konstruktor ruft die Setter-Methode auf und die Validierung findet in der Setter-Methode statt. Also jetzt habe ich das Problem sozusagen gelöst. Wir sehen hier aber noch ein anderes Problem. Ich habe ja gesagt, es geht um Fachlichkeit. Und jetzt sehe ich hier sowas wie, der ZIP-Code soll ein bestimmtes ZIP-Code-Pattern erfüllen. Also zum Beispiel deutsches ZIP-Code-Pattern. Oder stellt euch E-Mail-Pattern vor, das wäre international. Also da kann dann keiner sagen, das ist in einem anderen Land anders. Und das habe ich jetzt plötzlich im Customer drin. Das fühlt sich komisch an. Ne? Also ich sage im Customer, es gibt ein ZIP-Code-Pattern. Das ist ein Teil des Customers. Und das wird hier unten validiert. Also das ist, wenn ich irgendwo anders noch ein ZIP-Code-Pattern hätte, hätte ich das ja dupliziert, diesen Code, also an mehreren Stellen. Und wenn sich irgendwann ZIP-Code ändert, ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal vierstellige ZIP-Codes, der eine oder andere kennt das vielleicht noch, also sowas ändert sich. Und gerade Dinge, wo man denkt, die ändern sich nie, Mehrwertsteuern zum Beispiel oder so, ändern sich auch. Ne? Also das ist fachlich nicht die richtige Stelle hier. Das fühlt sich falsch an, werden wir aber gleich noch drauf zu sprechen kommen. Okay. Ich habe noch ein anderes Problem mit diesen Settern da. Achso, kommt gleich noch. Also wir hatten jetzt die Validierung an der falschen Stelle oder gefühlt dieses Pattern an der falschen Stelle. Das gleiche ist auch bei Konvertierung zum Beispiel. Ich habe jetzt hier einen Customer Controller, also stellt euch vor, so einen Use Case Controller. Ich drücke auf einen Button und das ist die Klasse, die dann die Daten aus dem Formular der Web-Oberfläche entgegennimmt, der Use Case Controller. Und da gibt es sowas wie Geburtsdatum verändern von einem Kunden und da wurde ein String eingegeben mit dem Geburtsdatum. Und was macht man dann? Man nimmt hier so ein Simple-Date-Format und guckt, passt dann erstmal den String, ob das ein gültiges Datum ist, ja oder nein. Und wenn es ein gültiges Datum war, dann guckt man, liegt das auch tatsächlich in der Vergangenheit? Also Geburtstage liegen meist in der Vergangenheit, es sei denn, man arbeitet auf einer Geburtenstation und hat so einen Kaiserschnitttermin. Das wäre fachlich tatsächlich irgendwie was anderes. Ne? Der kann auch in der Zukunft liegen. Und dann hat man hier diesen fachlichen Check. Und den habe ich aber vielleicht auch an 5 oder 10 Stellen in meinem Code irgendwo. Ne? Also weil man immer wieder einen String entgegennehmen muss und den dann parsen muss. Und irgendwie hat das auch nicht so richtig was mit dem Customer zu tun. Es ist zwar der Geburtstag vom Customer, aber dieses ganze Regelwerk möchte ich eigentlich nicht in dem Customer sehen. Was macht man dann? Dann noch ein zweites Beispiel mit der Auswertung. Also gerade eben haben wir gesagt, Geburtstag verändern. Jetzt wollen wir fragen, hat der gerade Geburtstag heute? Und auch das packen wir in diesen Use-Case-Controller rein. Irgendwie wilder Code, braucht ihr jetzt nicht anschauen. Der guckt eigentlich nur, ist heute der Geburtstag oder ist er heute nicht. Und das hat man dann auch dupliziert irgendwo 10-mal im Code. Ne? Also weil an 10 Stellen will ich wissen, hat jemand gerade Geburtstag, ja oder nein. Was macht man da? Man lagert das aus in ein Burster-Util oder Helper oder Manager oder nennt das, wie ihr wollt. Ne? Also man versucht das an eine zentrale Stelle zu bringen, damit ich nicht mehr sagen kann, das ist aber 10-mal im Code. Das Problem hier dran ist, fachlich ist es irgendwie immer noch nicht richtig aufgehangen. Also natürlich kann ich dieses Util überall einbinden und nutzen, aber eigentlich würde ich das viel dichter an diesem Geburtsdatum selber erwarten, diese Auswertung. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Das andere Problem ist, ich schreibe so einen Helper und mein Kollege schreibt auch einen Helper und ein Dritter schreibt auch einen Helper. Es gibt ja kein Helper-Repository und meist hat man hat zwar so eine Comments-Area, aber da weiß man nicht genau, passt das da rein oder passt das nicht da rein. Ich will es lieber nicht versauen, deshalb packe ich es erstmal bei mir hin und später kann ich es ja immer noch irgendwo im Source-Code-Tree migrieren, was man nie macht. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Und das sind dann so Interimskonstrukte und die leben in der Regel am längsten. Also wenn ihr mal sowas baut, gerade wenn ihr auch irgendwo ranschreibt, Workaround should be removed oder so, dann besonders viel Mühe geben, weil das wird nie removed. Das ist ganz wichtig. Also Util, Helper, Manager und solche Klassen, das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass man für den Code nicht den richtigen Platz gefunden hat. Also dass man den fachlichen noch nicht richtig zuordnen konnte, wo gehört das überhaupt hin, das Zeug. Und deshalb lagert man das dahin aus. Aber immer, wenn ihr sowas habt, darüber nachdenken, weswegen macht ihr das und gehört das nicht irgendwie doch woanders hin? Kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Wir schauen uns jetzt nochmal, das wollte ich gerade eben schon sagen, ein Setter an. Und wir haben ja hier gesagt, also wir sichern das Ding jetzt ab, dass es nicht mehr verfälscht werden kann.
Ich habe den Konstruktor, den sieht man jetzt hier nicht, der Konstruktor ruft einen Setter auf und wenn ich jetzt sage Set Birth Date, ein neues Geburtsdatum setzen, dann habe ich hier diese ganze Validierung drin, ist in Future und setzt den dann, also da kann nichts mehr passieren. Jetzt habe ich beim Date aber das Problem, Date ist nicht immutable, genauso wie eine Collection zum Beispiel oder Big Decimal ist nicht final, deshalb kann ich auch überschreiben. Und wenn ich mir über den Getter das Date hole, kann ich es trotzdem noch verändern. Also wenn ich hier irgendwo im Code sage Customer get birth date, dann habe ich dieses Date in der Hand und darauf ein Set Time mit irgendeiner Zeit setze, dann hebel ich dieses Set birth date hier oben aus. Und da könnte ich dann 0 oder was auch immer setzen oder irgendein Datum in der Future, also in der Zukunft. Und auch hier habe ich einen Moment, wo ich ein inkonsistentes Domainmodell erzeugen kann. Ne? Also auch da muss man aufpassen. Und gerade Collections, also es gibt Immutable Collections, die man rausgeben kann. Das würde man normalerweise beim Getter machen. Aber wenn ich eine Collection rausgebe, kann ich die beliebig verfälschen und habe dann da irgendwas drinstehen. Okay. Weiter mit dem Reality Check. Meaningful APIs ist auch so ein Thema, was wir immer sehen. Also wenn ich mir das angucke, das ist hier ein Customer DAO, also Data Access Object, um irgendwas aus der Datenbank zu lesen oder reinzuschreiben, ob das Pattern sinnvoll ist oder nicht, diskutieren wir heute mal nicht, sondern wir tun mal so, als wäre es sinnvoll. Und dann hat man hier immer so Query-Methoden, Find by Zip Code or City, also den Kunden möchte ich gern auf Basis des Zip Codes oder der City finden und dann kriege ich so eine Liste vom Customer zurück. Vom Prinzip ist es ja eine Meaningful API, also wenn ich den Namen lese, dann ist mir klar, was ich damit möchte. Und mein Ziel war ja, ich will in den Code reinschauen und anhand des Codes will ich verstehen, was will der überhaupt von mir. Und wenn ich jetzt irgendwo lesen würde, Customer DAO, find by zip code or city, gib eine Liste von Kunden zurück, dann ist schon mehr oder weniger klar, was der von mir will. Hier sehen wir find by zip code or city with limit, also dann soll nur eine bestimmte Anzahl zurückgegeben werden. Und hier find by zip code or city and orders, also da wird noch so eine Reihenfolge übergeben. Und dann sehe ich hier schon von der Signatur her, dass die beiden Methoden irgendwie gleich sind. Auch hier habe ich wieder das Problem, oben übergebe ich zwei Strings und wenn ich mir mal die Anwendung hier unten anschaue, find by zip code or city current value, also ich habe bewusst die jetzt blöd benannt und die sind hier liegen vielleicht 100 Zeilen Code zwischen oder sowas, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich das Ding falsch bediene. Ne? Also, dass ich dann nicht mehr die Parameter genau im Kopf habe, weil Codevervollständigung sagt mir nur, bitte drei Strings da einfügen. Und für mich scheint logisch Current Value zu sein. Vielleicht ist aber auch Value und Current sinnvoll. Ein anderes Problem, was wir häufig sehen, ist das Refactoring. Dann kommt eine neue Anforderung. Also, das ist vor dem Refactoring Find bei Zipcode or City. Und dann sagt jemand, ja, oder Straße soll da auch noch mit rein, mach mal schnell, wir haben hier so einen Bugfix und da schieben wir das noch eben schnell mit drunter, wenn wir einen Hotfix, Entschuldigung, auf Produktion und dann schieben wir das schnell noch mit drunter, dann haben wir das neue Feature auch mit drin und dann, ja, okay, vergisst man halt den Methodennamen zu refactoren. Ne? Also die Parameter stimmen jetzt nicht mehr mit den Methoden überein und dann muss man schon sehr viel Kreativität beweisen, die richtige Parameterkombination zu finden. Also das ist auch nicht es. Gefühlt vom Lesen her ist es eine Meaningful API, aber von der Anwendung her ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es falsch bediene, extrem groß. Und somit Chaos beim Refactoring vorprogrammiert. Ich fasse jetzt die Problemfelder oder dieses Déjà-vu-Experiment noch mal ein bisschen zusammen. Was sind eigentlich die Problemfelder? Und dann schauen wir uns an, wie man das aushebeln kann, das Ganze. Also das erste Problemfeld war dieses Anemic Domain Model. Also dieses blutleere Modell nennt sich das, dass ich einfach nur ein Modell habe mit Attributes und Gettern, also mit primitiven Attributes und Gettern und Settern, die ich generiert habe und dadurch und vielleicht ganz, ganz viele Konstruktoren und dadurch sehr leicht mein Objektmodell fachlich verfälschen kann. Über die Konstruktoren stelle ich vielleicht noch sicher, dass es nicht falsch erzeugt wird, aber dieses konsistent Halten über den gesamten Stack, das kriege ich dadurch nicht hin. Das Schlimme an diesem Anemic Domain Modell ist, dass ich mir schon die Mühe mache zu modellieren. Also vielleicht modelliere ich auch Abhängigkeiten. Ich habe da Adressen und ich überlege mir ganz genau, was für Adressen sind das, wie viele habe ich und sollen Kunden Beziehungen zu anderen Kunden haben, gibt es da eine Organisation drüber. Also ich mache mir schon sehr viel Mühe in der Modellierung, gewinne aber nichts dadurch. Ne? Also ich habe den Aufwand, aber keinen Nutzen und das ist immer schlecht. Wenig aussagekräftige APIs, haben wir gerade eben gesehen.
fehlende Validierung oder inkonsistente Validierung, fehlendes Null-Value-Handling. Das sehen wir auch ganz oft, dass sehr häufig im Source-Code so if bla 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 gleich null, dann mache das. Und dann drei Ebenen später wird nochmal getestet, if irgendwas anderes gleich null oder nochmal dasselbe, if null, dann mache irgendwas. Ne? Und dann fragen wir immer, weswegen testet ihr denn hier auf null? Ja, könnte ja null sein. Und, ja, wieso kann das null sein? Darf das fachlich null sein? Nee, fachlich darf das nicht null sein. Ja, aber wieso kann es dann null sein? Ja, weil wenn da irgendjemand was falsch macht oder da falsch bedient oder da ein Wert falsch reinkommt, dann sagen wir, ja, dann ist es ja falsch. Ne? Also dann brauche ich hier, dann hat der Programmierer einen Fehler gemacht. Also da musst du dich irgendwie andersrum kümmern. Und da gibt es mehr als genug Mittel und Wege. Also dieses if irgendwas null ist in der Regel ein Signal dafür, oder wann fügt man das ein? Man fügt das in der Regel ja ein, wenn einem ein Null-Pointer um die Ohren geknallt ist. Also man fügt es ja nicht überall ein, weil man da gerade Bock drauf hat und 15 Verschachtelungsebenen möchte, sondern irgendwann hat man den Fehler gehabt und denkt sich, der darf nie wieder an dieser Stelle kommen. Also man sorgt dann schon oben dafür, dass da wahrscheinlich kein Null mehr hinkommt, aber man weiß ja nie, was die anderen machen. Ne? Und deshalb fügt man diesen Test ein. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man eine Unsicherheit hat und dass man irgendwo vorher einen Fehler gemacht hat. Ganz teilweise eben noch. Und in der Regel kann man das eben durch dieses konsistente Objektmodell, sage ich gleich noch was zu, kann man das umgehen, ne? Dieses Not Null. Also würde ich schon zustimmen, dass wenn ich fachlich nicht definierte Werte haben darf, weil das zum Beispiel in meiner API ein optionaler Parameter ist, dass ich dann schon noch mit Null-Check arbeite. Genau. Also das ist was anderes, wenn das, meine Frage war ja gerade an den Kunden sozusagen, darf das fachlich denn null sein? Und meistens ist die Antwort nee, aber es ist uns mal um die Ohren geknallt. Ne? Also wenn das fachlich valide ist, dass es den Wert nicht gibt, die Frage ist, ob man dann mit null arbeitet, weil also null ist immer schlecht. Wenn du einen Null-Pointer hast, da gibt es ja keine Message und nichts, der ist einfach schwer nachzuvollziehen. Und dann würden wir normalerweise so ein Fail-Fast machen oder sonst irgendwas oder bewusst mit ich sag mal so Indikatoren-Objekten arbeiten, die einen Nullwert darstellen. Ne? Also das Problem, ich komme gleich noch auf ein anderes Problem, also dass du so eine Art Dummy-Wert hast, der dir signalisiert, da ist nichts. Aber das ist eben kein Null, weil du dann keinen Null-Pointer-Exception kriegst. Das Problem ist ja bei diesem Null immer, dass du drei Ebenen später versuchst, auf das Objekt zuzugreifen über Punkt irgendwas und dann knallt das. Es knallt ja in der Regel nicht an dieser einen Stelle, die ich genannt habe. Das andere Problem ist, wenn du mit Dependency-Injection arbeitest. Also CDI, da gibt es keinen Null. Ne? Also wenn du mit Scopes arbeitest, also außer Dependent Scopes, da kriegst du einen Proxy zurück und den kannst du 10-mal fragen, ob der Null ist. Der ist nicht Null. Erst wenn du auf dem eine Methode aufrufst, sagt er dir, oh, mich gibt's noch, also hinter mir steckt gar kein Wert. Und da bringen dir diese Null-Checks wenig. Also die sagen nicht wirklich aus, steckt da was hinter oder steckt da nichts hinter. Ne? Okay. Duplizierter Code, das war so ein bisschen das, was wir mit den Auswertungen und so gesehen haben. Util Helper Manager Hölle, das ist das Resultat daraus, weil man diesen duplizierten Code irgendwo auslagert, aber eben kein Helper Repository hat. Was ist daran schlimm? Also vom Prinzip, wenn ich den Code selber schreibe und das im Griff habe und dann habe ich halt 15 Null-Checks da drin, solange das alles funktioniert, wäre es ja nicht so schlimm. Ne? Das Problem ist, in der Regel ist man ja nicht alleine. Und all das, was ich jetzt hier aufgezeigt habe, führt zu fehlender Robustheit des Codes. Also ich habe einfach unglaublich viele kleine Fehlerquellen da drin oder Fehlerpotenzial da drin. Und wenn, wie gesagt, ich drücke auf den Button und irgendwo knallt das, dann will ich relativ schnell nachvollziehen können, woran liegt das Ganze. Oder im günstigsten Fall knallt es halt gar nicht. Und wenn ich mit mehreren Leuten im Team dran arbeite und jeder da irgendwie diese Patterns also oder Anti-Patterns anwendet, dann ist es unglaublich schwierig für Teamkollegen, den Fehler rauszufinden. Und man ist mal im Urlaub, man ist mal in einem Parallelprojekt oder krank oder sonst irgendwas oder kennt seinen Code nicht mehr, den man vor 3 Wochen geschrieben hat, weil man so viel Feature-Retest-Druck hat. Es ist nicht unwahrscheinlich. Ne? Und insofern fehlende Robustheit ist immer schlecht. Nicht nur, aber insbesondere bei Teamwachstum und Teamfluktuation. Dann hat man nämlich genau diese Fragen, also wo finde ich das überhaupt oder was macht das? Da ist irgendeine Klasse, die ist ja auch nicht fachlich benannt, sondern mein Kollege hatte eine tolle Idee, wie er irgendwas benennen kann. Der eine sagt Shopping Cart, der andere sagt Basket und dann gibt es plötzlich diese beiden Begriffe in unterschiedlichen Services und keiner weiß, wo gehört das überhaupt hin
Und also ist das im Helper oder sonst irgendwo. Und das führt dann häufig dazu, das sehen wir auch in Teams, dass man einfach so Use Cases sich anguckt, die ähnlich sind. Also der eine ändert einen Kunden und dann heißt es ja, und jetzt sollt ihr was, eine Adresse ändern können. Ah, hier, dann nehme ich mal dieses vom Kunden. Das Formular sieht ja auch schon so ähnlich aus. Kopiere den ganzen Strang rüber, benenne die ganzen Sachen so ein bisschen um. Genau weiß ich nicht, was der Code macht, aber der scheint ja da zu funktionieren. Dann wird er auch bei mir funktionieren. Ich übertreibe jetzt ein bisschen bewusst, aber alles schon gesehen. Und der Code, dem ich nicht so richtig vertraue, den kommentiere ich dann vielleicht aus. Vielleicht auch nicht. Ne? Also vielleicht macht er doch irgendwas. Dann lasse ich ihn lieber drin. Aber ich riskiere es mal und kommentiere den aus. Ich würde den niemals löschen, weil ich ja diesem Versionsverwaltungssystem nicht traue, sondern hab dann ganz viel auskommentierten Code da drin. Und auch das hilft nicht unbedingt, trägt nicht unbedingt dazu bei, dass irgendwas lesbarer wird. Genau. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt mal schauen, wie man all diese Probleme angehen kann. Und da zeige ich ganz, ganz einfache Patterns, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Aber wenn man die konsequent durchzieht, dann komme ich dazu, genau zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich möchte ein sprechendes Domain-Modell mit einer sprechenden API, also Meaningful API, das wir in sich konsistent erzeugen und im weiteren Verlauf konsistent erhalten. Also nicht mehr und nicht weniger ist mein Ziel. Ne? Also da kommen irgendwo Daten rein über eine REST-Schnittstelle, über ein Web-Interface oder sonst irgendwas. Ich erzeuge mein Domain-Modell, was der Fachsprache entspricht, nicht meiner Techie-Sprache, einmal in sich konsistent. Und ab dann alle Änderungen, die ich mache, kann ich nur so machen, dass es konsistent bleibt. Ich kann nie in einen inkonsistenten Zustand kommen. Und wenn man das bedeutet, Refactoring ist notwendig. Wir sind zurzeit noch so ein bisschen auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das Schaubild kennt, ist relativ bekannt. Und wollen auf die linke Seite, also wir wollen möglichst wenig WTFs, what a terrible failure haben. Und ja, was dachtet ihr denn, was das heißt? Okay. Und der wichtigste Aufhänger dafür ist eben dieses Rich Domain Model, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Und ein Rich Domain Model im Kontrast zu diesem Anemic Domain Model, von dem ich mehrfach gesprochen habe, ist ein Domain Model, was die Fachlichkeit in sich trägt, was Validierung in sich trägt, was Konvertierung in sich trägt, Normalisierung und Konsistenzprüfung. Also die ganzen Dinge, die irgendwo bisher in den Controllern ausgelagert waren oder in irgendwelchen Utils oder in irgendwelchen Helpern oder sonst irgendwo, das will ich in dem Objekt, in dem Rich Model drin haben. Wir werden nachher auch sehen, wo die Grenzen sind, da werde ich noch kurz drauf zu sprechen kommen. Das ist ein relativ breites Thema, wenn man das konsequent macht. Ich zeige jetzt nur so 2, 3 Patterns, die aber die Grundidee schon mal klar machen sollen. Und inklusive Fachlichkeit, da wird jeder sagen, ja, Domain Model ist ja klar, also Fachlichkeit ist ja da drin. Ein Setter ist ja auch Fachlichkeit. Ich ändere den Vornamen, das ist ja Fachlichkeit. Wenn irgendwo ein Webformular ist, wo ich den Vornamen ändern kann, klar, dann brauche ich einen Setter dafür. Aber auch da werden wir sehen, das ist nur nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich habe dazu zwei, drei Themen. Könnt ihr das überhaupt da sehen, wenn ich immer hier so davor laufe? Ja, ne? 2, 3 Themen. Rich Entities, Value Objects und als Bonusmaterial, je nach Zeit, schauen wir uns nochmal ganz kurz das Builder-Pattern an. Fangen wir mal mit den Rich Entities an. Was ist das? Das ist an Object that is not defined by its attribute, but rather by a thread of continuity and its identity. Hört sich jetzt erstmal sehr akademisch an. Vom Prinzip ist es also sowas wie ein Kunde oder eine Person oder so. Die haben in der Regel eine eindeutige ID. Die Attribute können sich über den Zeitverlauf ändern. Und wenn ich ein Entity mit einer anderen Entity oder Rich Entity mit einer anderen Entity vergleiche, Rich Entity, dann mache ich das nicht über die Attribute, sondern über diesen eindeutigen Schlüssel. Also angenommen, ich ändere mal meinen Nachnamen oder sonst irgendwas und vergleiche eine alte Version meiner Entität mit meiner jetzigen Entität, dann ist es immer noch dieselbe. Also ich bin ja immer noch ich, aber meine Attribute haben sich geändert. Also Main Characters oder Hauptcharakteristika, Kontinuität über einen Zeitraum hinweg. Existenz einer eindeutigen Entität mit
mit eindeutigen Schlüssel, in der Regel einen fachlichen Schlüssel, also Unique Username zum Beispiel, Sozialversicherungsnummer bei Personen oder sowas, kann aber auch ein künstlicher Schlüssel sein, wenn das mehr Sinn macht. Änderung der Attribute ändern die Identität an sich nicht, also nur die Attribute eben, aber ich bleibe ich in dem Fall und die Identität bleibt konstant. Und das ist also im JPA-Umfeld, wer JPA kennt, das ist so die klassische Entity im JPA-Umfeld. Ne? Also da kann ich ja auch die Attributes ändern, speichere das Ding neu ab, aber es ist immer noch dieselbe Entität. Ja, ja, ich gehe heute aus dem Projekt raus, wo wir deswegen an diverse Stellen voll vor die Wand gegangen sind, weil die ihre Equals-Methode nur über die ID machen. Und wenn du dann nämlich arbeitest, das heißt, hast eine GUI, legst Felder an, fügst irgendwo Dinge in der Tabelle ein und sagst, lösch doch mal, nee, den brauchst du nicht eintragen. Bevor die persistiert sind, haben die noch keine ID. Genau. Und plötzlich kann ich die nicht auseinanderhalten. Das ist echt bitter. Ja, also da sind wir beim Problem von JPA. Ne? Also JPA-ID-Vergabe. Da schau mal auf unsere Webseite www.openknowledge.de, Blog-Eintrag genau zu dem Thema. Wenn du es nicht findest, schick mir nochmal die E-Mail, dann schicke ich dir den Artikel zu. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit in dem, also im JPA-Umfeld. Du kannst das aber einigermaßen gut forcieren, beziehungsweise du kannst die Equals-Methode so ein bisschen aufbohren, dass du auch in dem Moment, wo du noch keine ID vergeben hast, einen Vergleich stattfinden lassen kannst. Wichtig ist aber, nur weil, ich bringe ein anderes Beispiel, nur weil die Attribute gleich sind, sind es nicht dieselbe Identität. Ne? Also mein Geschäftsführerkollege Jens Schumann wohnt in Berlin, ist jetzt eine wahre Geschichte, und wollte einen Drucker kaufen. Drucker sind nicht so teuer, ne? Also so einen normalen Drucker, nicht 3D-Drucker, als die ersten erfunden wurden. Und hat dann aber gedacht, aus irgendwelchen Gründen, ja, ich kaufe das Ding online, ich supporte nicht den lokalen Dealer vor Ort und mache das dann irgendwie per Lastschriftverfahren oder per Kreditkarte oder so. Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall fand wohl im Hintergrund eine Validierung seiner Bonität statt und die ist fehlgeschlagen, obwohl er mehr als 500 Euro auf dem Konto hatte. Und dann stellte sich raus, dass die Schufa als eindeutige ID für diese Entitäten Vorname, Nachname, Postleitzahl genommen hat. Jens Schumann irgendwo in Berlin. Da, auch damals gab es schon fünfstellige Postleitzahlen, aber Thomas Müller München oder sowas. Ne? Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es diese Kombination mehrfach gibt, recht groß. Und deshalb funktioniert das nicht. Der Vergleich der Identität oder der Eindeutigkeit der Identität über die Attribute, weil die gleich sein können und es ist aber trotzdem nicht die gleiche Identity. Ne? Selbst wenn du Geburtsdatum oder sonst noch was mit dabei hast. Und das ist genau das. Also Entitäten mit gleichen Attributen sind nicht zwingend gleich. Entitäten mit verschiedenen Attributen können dennoch identisch sein, also über diesen historischen Zeitverlauf. Und da muss man dann gerade bei Synchronisationsgeschichten muss man schauen, welche ist die aktuellere, merge ich die Felder oder sonst irgendwas. Genau, Vorsicht bei Operationen, die Entitäten dann über die Attribute vergleichen. Ja, Entschuldigung nochmal, aber wenn alle Attribute gleich sind, ist ja auch die ID zum Beispiel gleich. Und dann ist es doch dasselbe. Wenn du die ID auch als Attribute siehst, aber dann reicht es eigentlich auch, wenn die Attribute gleich ist. Also du hast hier quasi zwei Aussagen. Die erste ist, nur weil die Attribute gleich sind, ist es nicht dasselbe. Ne? Und die andere ist, die Attribute können auch unterschiedlich sein. Und das würdest du bei deinem Test dann nicht rausfinden. Also, wenn, das ist nur von fachlichen Attributen. Das heißt, du hast die technischen explizit ausgegrenzt jetzt. Nein, aber selbst wenn du sagst, ich habe die ID, also ich teste über alle Attribute hinweg. Ne? Also Jens Schumann hat seinen Nachnamen geändert. Und du hast jetzt zwei Varianten von ihm. Einmal mit dem alten Nachnamen und einmal mit dem neuen Nachnamen. Das heißt, dein Equals würde false ergeben, obwohl es true ist. Also es ist immer noch dieselbe Identität oder dieselbe Entity, nur in zwei verschiedenen Snapshots sozusagen. Also insofern funktioniert das nicht ganz. Okay. Golden Rules für Entitäten. Also ihr habt jetzt sicher, also wer JPA-Entitäten kennt, hat so ein bisschen eine Vorstellung davon, was das ist. Es gibt so ein paar Golden Rules und die zeige ich euch jetzt mal im Code, was das bedeutet. Also sind in sich konsistent, zettern nur für fachlich änderbare Attribute, enthalten ihre Fachlichkeit, sind fachliche Objekte. Also unglaublich viel fachlich, 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 fachlich. Also um klar zu machen, wir reden nicht über dieses Anemic Domain Model. Das erste ist relativ einfach, sind in sich konsistent und da haben wir schon gesagt, also hier Customer, der hat ein Last Name und wenn ich den erzeuge, dann will ich halt in dem Konstruktor schon gucken,
ist das gültig, was da übergeben wurde, also der Name gültig oder nicht, in diesem Fall mit Commons Lang 3 Validate. Dann haben wir aber auch schon gesagt, das ist irgendwie nicht so richtig, sondern das sollte dann doch bitte in dem Setter stattfinden, ne? Weil ich sonst die Chance hätte, hier was ordentlich zu erzeugen, aber dann hier wieder zu verfälschen. Und da sind wir schon beim zweiten, nur fachlich änderbare Attribute haben Setter. Also nur wenn fachlich die Anforderung besteht, Last Name kann tatsächlich geändert werden, dann würde ich auch so eine Setter-Methode da einfügen an der Stelle. Da heißt es dann häufig, ja, aber irgendwann kann der ja mal geändert werden. Das ist mir egal. Wenn er jetzt nicht geändert werden darf, dann ist es jetzt nicht fachlich relevant. Und wenn es später mal fachlich relevant wird, dann ändere ich halt den Code. Ist ja nicht schlimm, ne? Aber ich muss ja nicht 50.000 Setter dem spendieren, nur weil das irgendwann mal zum Tragen kommt und dafür 49.999 Fehlerquellen im System habe. Bei Lieber war das nicht, was drin stand. Ne? Ich glaube, da hast du wahrscheinlich selber einen Copy-Paste-Fehler gemacht. Was denn? Da in der Mitte Last Name gleich Set Last Name. Das sieht ein bisschen wie Copy-Paste von unten drunter aus. Ne? Nee, das ist. Du rufst hier diese Methode auf, ne? Genau. Die Zuweisung ist falsch. Achso, ja, das muss weg, ja. Das ist PowerPoint-Programmierung. Full. Mache ich aber gleich weg. So, ne? PowerPoint ist ja geduldig, das ist immer schön. Wo ich da jetzt schon ein bisschen am Rumhüllen war, so sieht dann genauso aus, nicht irgendwie mit einem Feiner, mit einem Setter dran oder solche Geschichten. Wie bitte? Okay. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, also von der Logik her, du hast jetzt einen Konstruktor, rufst eine andere Methode auf, die nicht Feiner ist. Ist doch eigentlich erstmal ein No-Go, oder? Ist das jetzt einfach nochmal weggeflogen, weil es sonst ein bisschen von den wichtigen Sachen. Genau, also. Wir versuchen uns ein bisschen auf die Paradigmen zu fokussieren und nicht auf Java Clean Code oder wie Java sauber programmiert wird. Ne? Okay. Entitäten enthalten ihre Fachlichkeit, das heißt Attributänderungen sind fachliche Operationen. Und da kommen wir so ein bisschen zu diesem Setter versus, also ein Setter kann eine fachliche Operation sein, in dem Moment, wo ich sage, der Nachname darf geändert werden. Aber ich bringe mal ein anderes Beispiel. Und zwar soll es erlaubt sein, dass ein Kunde aus meinem Webshop heiratet. Ne? Und wenn der heiratet, dann ist es ja meist so, dass der Nachname sich ändert oder ist wahrscheinlich, dass der Nachname sich, oder der kann sich ändern. Dann habe ich vielleicht so einen Status, Marriage-Status, der wird dann auf True gesetzt und dann hat er in der Regel einen Partner. Also ich bin schon so fair, der darf nicht nur andere Kunden heiraten, sondern der darf beliebige Menschen heiraten im System. Deshalb oben die Ableitungshierarchie. Wenn ich jetzt eine Partnervermittlung wäre, wie eDarling, dann würde da Customer stehen unten. Ne? Also dann wäre es auch wieder fachlich was anderes. Aber der darf beliebige Menschen heiraten. Und was man dann macht, ist im Use Case Controller trägt er irgendwie ein, ich habe geheiratet oder im Webinterface oder wo auch immer, ich habe geheiratet. Und zwar ist jetzt mein neuer Nachname so und so und mein Partner ist XYZ. Und dann würde man im Use Case Controller diese drei Setter aufrufen. Und dann vergisst man einen dieser drei Setter oder schreibt bei einem was Falsches rein und hat dann auch schon automatisch einen inkonsistenten Zustand. Was man ja eigentlich will, ist, dass man sagt, der hat geheiratet. Also der Use Case ist heiraten. Der ist nicht Set A, Set B, Set C. Ne? Egal, ob ich es jetzt transaktional mache oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Fehler reinbaue, ist relativ groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass heiraten plötzlich, dass da noch mehr zukommt oder irgendwas wegfällt, ist auch relativ groß und dass ich dann vergesse, das nachzuziehen. Also das ist nicht unbedingt die richtige Lösung, sondern die richtige Lösung, und da sind wir bei, dieses Rich Domain Model enthält seine Fachlichkeit. Das hat nicht einfach nur Anemic Domain Model irgendwelche wilden Setter, sondern die tatsächliche Fachlichkeit. Und die Fachlichkeit ist, ich heirate eine andere Person und habe eventuell einen neuen Nachnamen. Und da würde ich dann hier gucken, der Nachname darf nicht null sein, Family Star, also wie ich das intern abbilde, kann ich jetzt plötzlich verstecken, weil ich nicht mehr meine Attributes über Setter nach außen gebe, sondern ich habe gar kein Married als Boolean, sondern ich habe einen Family-Status intern. Den reiche ich aber nicht nach draußen, werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen. Also, dass ich das intern so abgebildet habe, das hat keinen zu interessieren, das ist ein technisches Konstrukt, aber darüber kann ich das gut darstellen. Und Partner, ich könnte, und da sind wir bei Fachlichkeit, ich könnte hier Bidirektionalität sicherstellen. Also ich kann sicherstellen, wenn ich den heirate, dann heiratet der mich wahrscheinlich auch. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem.
Und wenn der schon verheiratet ist, das kann ich hier auch sicherstellen, dann habe ich auch ein Problem normalerweise. Da gibt es in Deutschland sowas wie Ehetauglichkeitsbescheinigung. Ich bin Ausländer, meine Familie kommt aus Skandinavien und da musste ich auch so eine Ehetauglichkeitsbescheinigung beibringen. Das heißt so viel, ich bin nicht schon in einem anderen Land verheiratet. Und das ist viel mehr als nur Set Partner, ne? Also das Attribute auf einen anderen Wert zu setzen. Und ich finde, an dem Beispiel kann man das immer ganz gut sehen. Also natürlich ist das bei JPA-Entitäten dann sowieso nochmal bidirektionale Referenzialität, aber auch hier im normalen Code, also wenn wir jetzt nicht über JPA gehen würden, kann ich das darüber sicherstellen. Dann wird nämlich in der Person da oben der Partner auch quasi auf mich selber gesetzt. Das kriegt man übrigens sehr gut über Unit-Tests raus, ob das stimmt oder nicht. Okay, nächste Folie habe ich doch nicht, sehe ich gerade. Wenn ich jetzt fragen würde, bist du verheiratet, dann hätte ich ein Is-Married, ne? Also eine Abfrage Is-Married und die geht intern auf den Familienstatus, weil ich dieses Boolean nicht brauche, aber das hat auch keinen zu interessieren in dem Moment. Okay, also Rich Entities, das nochmal kurz als Schaubild, das habe ich nicht selber gemalt, muss ich fair aber sagen, sondern aus einem dieser DDD-Bücher. Entität haben eine Identity, das ist wichtig und die Equality ist defined eben über diese Identity und das kann der Schlüssel sein oder ein zusammengesetzter Schlüssel oder JPA haben wir gerade schon, war ein wichtiger Hinweis, schon gesagt, da gibt es so ein paar Tücken, mit denen man aber auch klarkommen kann. Entity hat verschiedene Attribute, die Attribute können wieder selber Entities sein oder Value Objects, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und hat verschiedene Methoden, die den State changen. Und da eben, das können Setter sein, aber eigentlich rede ich über sowas wie verheiratet oder macht irgendwas anderes. Ne? Und die changen dann in der Regel mehrere Attribute in Abhängigkeit zueinander. Und das ist ganz wichtig. Durch diese State Change Methoden wird das Modell konsistent gehalten. Und das wird durch die Setter in der Regel nicht funktionieren. Und hier als Beispiel, ein Produkt hat eine ID und hat sowas wie Options, Retail Price, Selling Price und Methoden ist Change Price To und das würde den Selling Price dann ändern. Und Change Price To ist was anderes als Set Selling Price. Ne? Also wenn ich irgendwo im Quellcode lesen würde, Product Change Price To, dann ist das human readable sozusagen, dann weiß ich ganz genau, okay, da wurde der Preis geändert und ob das intern zufällig als Selling Price oder als Retail Price oder sonst irgendwie modelliert ist. Das hat mich auch nicht zu interessieren in dem Moment. Also aus Sicht des Use Cases, der dieses Produkt verwendet und den Preis ändert, macht die Methode auf jeden Fall mehr Sinn. Als letzten Punkt hatten wir noch, Entities sind fachliche Objekte, Eigenschaften repräsentieren Fachlichkeit und sind nur in Ausnahmefällen primitive. Und da haben wir hier nochmal dieses Last Name. Last Name wäre ein String in meinem Fall. Und da haben wir ja schon gesagt, bei diesen ganzen Konstruktoren habe ich nur String, 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 String gehabt. Oder auch bei den Meaningful APIs hatte ich String, String, String oder sonst irgendwas. Und da ist es relativ einfach, das Ding falsch zu verwenden. Das heißt, hier möchten wir eigentlich was anderes haben, nämlich sowas wie Last Name. Und das ist der nächste wichtige Schritt. Wenn ihr euch jetzt mal eine API vorstellt, erzeuge eine Adresse mit Stadt, also City, Street, Street Number und Zip Code oder irgendwie sowas und das sind alles eigene Klassen, dann kann ich die API nicht mehr falsch verwenden. Also dann meckert sofort der Compiler rum, weil ich keine Strings mehr habe, sondern diese Klassen habe. Und das sind sogenannte Value Objects. Und diese Value Objects schauen wir uns jetzt als zweites an. Ein Value Object is an object that contains attributes, but has no conceptual identity. They should be treated as immutable. Also im Gegensatz zu den Entities, die wir gerade gesehen haben, die haben eine eindeutige ID und die können ihre Attribute im Laufe der Zeit ändern, ist es bei diesen Value Objects eben, dass fachlich relevante Eigenschaften sind, aber die keine eindeutige Identität haben. Genau, fachlich relevante Eigenschaften. Also keine konzeptionelle Identität, ist eher so ein Charakteristika. Ne? Was anstatt wer ist hier die Frage? Also was ist dein Vorname, was ist dein Nachname? So kann man sich das vorstellen. Und hier wird Gleichheit natürlich über Gleichheit der Attribute
definiert. Also wenn der Name wie bei mir jetzt Lars ist und da ist noch ein Name Lars, dann ist es halt derselbe Name in dem Fall. Es sind nicht dieselben Identitäten, die diesen Namen tragen, aber der Name ist gleich. Und man würde auch sagen, ihr heißt gleich in dem Moment. Ne? Das passt also fachlich. Gleichheit der Attribute, unveränderlich und Daten sind zu jedem Zeitpunkt konsistent. Auch hier gilt, dass die Operationen in sich abgeschlossen sind. Also wenn irgendwie mehrere, also nehmen wir mal als Beispiel ein Value Object Money, da habe ich dann eine Currency in der Regel und einen Wert, also da stecken dann mehrere Primitive drin. Und wenn ich das ändere, dann würde ich sozusagen beide Werte ändern, ne? Oder zumindest die Operation abgeschlossen auf beiden haben. Rückgabewert ist eine neue Instanz mit geändertem Wert. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Oder kann ich jetzt auch schon sagen, wir haben ja gesagt, die Dinge sind immutable. Und wenn ich jetzt auf dem Namen sage, setze mal einen neuen Namen, ändere den, dann würde ich tatsächlich ein neues Objekt erzeugen und das rausgeben mit dem neuen Namen und das alte wegschmeißen. Das hört sich erstmal komisch an, hat aber den Vorteil, wenn ich das rausreiche, kann keiner hintenrum, wie bei dem Date, was wir gesehen haben, über get, date, set, irgendwas, das verfälschen, egal was für ein Objekttyp das ist. Und wir kennen das aus der Java-Welt sowieso. Ne? String, big integer und die ganzen Klassen funktionieren genauso. Wenn ich auf String eine Methode aufrufe, wird im Hintergrund ein neuer String erzeugt und mir zurückgegeben. Und was ich mit dem alten String mache, den neuen mache, den kann ich beliebig verändern, das hat keine Auswirkung auf den String, auf dem ich die Methode aufrufen. Auch hier gibt es so ein paar Regeln, die schauen wir uns auch mal an. Also erstmal, Value Object sind Objekte und keine Primitiven. Und wir schauen jetzt hier als Beispiel Customer mit diesem Date an, weil wir das Date schon mehrfach hatten, also der Customer hat ein Geburtsdatum. Und da haben wir schon gesehen, ich will wissen, wie alt der ist, hat der heute Geburtstag und solche Sachen. Und da habe ich schon gesagt, eigentlich ist das blöd, das in Kunden zu haben. Vielleicht hat auch irgendjemand anders Geburtstag. Also gefühlt gehört das viel dichter an dieses Datum dran. Und da kann man sich ja vorstellen, dass es eben kein Date ist, sondern ein Date of Birth. Und ein Date of Birth ist eben was anderes. Das liegt in der Regel in der Vergangenheit. Also da gibt es zusätzliche Validierungsregeln. Ne? Und ein Date of Birth kann ich fragen, ist heute der Geburtstag? Und ich kann fragen, wie lange ist es her seit deiner Geburt? Also da gibt es zwei fachliche Methoden. Das ist was anderes als ein Date, wo ich einfach eine Time setze oder sowas. Das sehen wir hier, Date of Birth. Ist Birthday Today als Beispiel oder Get Current Age. Also nur Beispiele jetzt für Methoden, die dann irgendwas zurückgeben. Das Ganze immutable, das habe ich auch schon gesagt. Also wenn ich das Date rausgeben würde hier von Date of Birth und das Date aus irgendwelchen Gründen rausgebe, dann würde ich ein New Date rausgeben, sodass ich darüber nicht verfälschen kann, ne? Das ganze Ding. Konvertierung, das hatten wir auch als Beispiel, Konvertierung, Normalisierung würde ich auch in das Objekt mit reinbringen, wenn es sinnvoll ist, also wenn ich immer nach demselben Pattern konvertiere. Wenn ich jetzt 50.000 Konvertierungsverfahren habe, je nachdem von wo ich komme und so weiter, dann muss man sich überlegen, ob das da wirklich reingehört. Aber angenommen, es gibt ein generelles Pattern, wo ich sage, es gibt so ein Default-Pattern, das würde ich hier anwenden bei dem Konstruktor und es gibt die Möglichkeit, eigene Patterns zu übergeben. Das packe ich dann hier rein in den Konstruktor. Dann würde ich das schon fachlich auch in diesem Objekt sehen, ne? Und an keiner anderen Stelle. Das war dieses ZIP-Code-Pattern, was vorher Teil des Customers war. Da gehört das irgendwie nicht rein, sondern das würde in das ZIP-Code-Objekt reingehören oder in die ZIP-Code-Klasse dann. Das gleiche normalisieren. Bei dem Date of Birth, da haben wir gesagt, Vergleich findet über Attribute statt. Und wenn ich jetzt hier ein Date of Birth intern, ist das ja über ein Date repräsentiert, mit Timestamp dahinter hätte, also nicht nur Datum, sondern eben auch Uhrzeit und so weiter, dann wäre mein Geburtstag nicht mehr gleich mit deinem Geburtstag, weil bei dir ein anderer Timestamp wahrscheinlich dahinter steckt. Ne? Und das darf nicht sein, deshalb würde ich den hier normalisieren, Copy and Stripe Timestamp, also quasi den Rest sozusagen abschneiden. Und auch das wäre für mich Aufgabe des Objektes selber. Also das ist Fachlichkeit, die in das Objekt reingehört. Das will ich nicht außerhalb machen in irgendwelchen Utils oder in irgendwelchen Use-Case-Controller. Validierung genauso. Das ist quasi der Validierungscode, den wir vorher gesehen haben. Also in dem Konstruktor gucke ich quasi, ist das alles korrekt, ja oder nein? Also eigentlich in dem Setter, haben wir auch schon gelernt, ist das alles korrekt, ja oder nein? Und wenn ja,
Achso, hier wird es gar kein, das Ding hat gar keinen Setter, also insofern macht das hier Sinn. Also wenn ich ein Date of Birth ändern möchte für einen Kunden, dann erzeuge ich einfach ein neues Date of Birth, ne? Das hatte ich ja schon gesagt. Dann hätte der Customer wahrscheinlich ein alter Date of Birth Methode und da drin würde ich ein neues Date of Birth erzeugen mit diesem Konstruktor. Das sind full-blown Objects. Das heißt, die haben in der Regel sowas wie serializable, comparable. Also ich sehe hier toString, hashcode, equals, compare to. Nur, dass ich eben beim equals jetzt über die Attribute gehen würde. Und da kann man sich vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt hat man für first name, haben wir gesehen, last name und für alles mögliche, zip code, city und so, habe ich gesagt, will ich so ein Ding haben, damit ich meine APIs nicht mehr falsch bedienen kann. Das ist schon eine Menge Code an der Stelle, ne? Und was wir da machen, ist, dass wir ein sogenanntes Simple Value Object haben als Basisklasse, das ist eine Abstract Class, und von der einfach ableiten und da diese ganzen Dinger hier generisch drin sind. Also das braucht man alles nicht schreiben. Und dann ist ein solches Value Object sind 3-4 Zeilen Code. Also mehr ist das nicht. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Hier auch nochmal ganz. Ja. Entschuldige, dass ich noch. Ja. Du würdest das Equals dann über Reflection lösen, oder wenn du sagst, das generisch nimmt alles an Attribute? Ja. Also ich würde mich durch die Attribute durchhangeln dann und dann. Also man muss ein bisschen gucken, wenn wir über ein Simple Value Object reden, dann ist das eins, was nur einen Wert hier drin hat. Ne? Und das würden wir gleich nennen. Also dieses Date, das ist ja nur intern, das wäre dann Value. Und dann brauchst du eigentlich nur gucken, in diesem Equals ist Value gleich Value. Also ist es vom selben Typ, das kriegst du dann über die Generics hin. Das wäre in diesem Fall Date als Generic. Ne? Und dann würdest du halt gucken, ist Value gleich Value. Also das ist die Simple Value Object. Die meisten von diesen Value Objecten sind aber tatsächlich so, dass sie ein primitives kapseln. Also du hast selten, oder das sind eher die Ausnahmen, 2, 3 oder 4 Werte da drin. Also sowas wie Money, habe ich gerade gesagt. Und da geben wir uns meist sogar die Mühe, dass wir das per Hand aus implementieren an der Stelle. Okay, also nochmal hier auch als Übersicht, Value Object, da ist eben die Gleichheit definiert über die Attribute, hat keine State-Changing-Methoden, sondern da haben wir gesagt, wenn sich irgendwas ändert, wird das Ding einfach neu erzeugt. Ne? Also deshalb, da brauche ich mir keine Sorgen machen, dass das irgendwie verändert wird. Und das sehen wir hier, Money hat Value und Currency, Methode Add, also ich packe zu 100 Euro noch 20 Euro obendrauf und dann kriege ich eine neue Money-Instanz zurück mit 120 Euro. Und dadurch bin ich sicher, dass das immer in sich konsistent bleibt. Die Frage ist nun, ein Value Object repräsentiert eine fachlich relevante Eigenschaft des Domain Models, habe ich gesagt. Und wo ist da die Grenze? Also was? Natürlich haben wir auch noch Strings in unseren Applikationen und wir haben auch Big Decimal und solche Dinge. Ne? Also wo fange ich an und wo höre ich auf? Das kann man ja beliebig weit treiben und ich habe gerade schon gesagt, First Name, Last Name oder nimmt man lieber Name? Ist das, also was ist sinnvoller? Ne? Also hat man da nicht die gleichen Patterns? Und da ist es tatsächlich so, dass wir sagen, ist das fachlich relevant oder ist es fachlich nicht relevant? Und das kann man sich bei jedem, also bei jedem Objekt oder jedem Attribut wirklich hinterfragen. Also ist es wichtig, dass ich da eine Validierung habe? Darf das null werden? Darf es nicht null werden? Ist es wichtig, dass es, also ist ein Vorname was anderes als ein normaler String? Gibt es noch zusätzliche Methoden, die darauf gültig sind? Also gerade bei Name ist es ganz häufig, dass man so eine Methode hat, get display name oder irgendwie so. Ne? Und da wird dann zusammengebaut der Titel, Vorname, Nachname und das soll möglichst überall gleich sein. Also da will ich kein util, kein Helper oder es soll nicht jeder für sich entscheiden, ob da noch ein Blank zwischenkommt oder nicht oder ob das abgekürzt wird, wenn es länger als x Zeichen ist und solche Sachen. Und dann, immer dann würde ich da ein Value Object draus bauen. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich halt keins draus bauen. Aber in diesem Fall wäre das Value Object Vorname, Nachname, Titel und so weiter. Genau, das wäre ein Value-Object, was noch andere Value-Objekte beinhaltet. Das ist durchaus auch möglich. Ne? Da sind so Simple-Value-Objects dann drin. Das ist auch wichtig. Diese ganzen Null-Checks und Validatoren, also jedes Value-Object für sich stellt schon sicher, dass es in sich konsistent ist. Also das, was weiß ich, dass jeder Vorname wirklich ein gültiger Vorname ist, jeder Nachname ein gültiger Nachname, jeder Titel ein gültiger Titel. Und das drumliegende Value-Object stellt sicher, dass die Kombination von diesen
in sich konsistent ist. Brauche aber nicht mehr gucken, ist das eine Ding null oder nicht null, ne? Weil es gar nicht falsch erzeugt werden konnte. Und das sind mal so ein paar Beispiele. Also man sieht hier First Name, Last Name, Name haben wir noch ganz so häufig, Date of Birth, Zip Code, City, Country, E-Mail, Phone Number, weil hier bestimmte Patterns hinterstecken, Note, Description, Year, Month und unten Money. Das hier oben sind alles Simple Value Objects. Also da komme ich mit diesem Abstract Generic recht gut hin. Und das ist dann etwas Spezifischeres. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass unser Code davon wimmelt, von dem Zeug. Das hat aber den Riesenvorteil, wenn ich den Code lese, dann weiß ich sofort, was man von mir will. Ich kann ihn nicht mehr falsch bedienen, weil meine APIs mir eben vorgeben, da muss jetzt eine City hin und nichts anderes oder da muss ein Zip-Code hin und nichts anderes und da muss eine Street hin. Und ich kann da auch nur einen Zip-Code reinsetzen, ne? Sonst meckert der Compiler sofort rum. Und ich kann nur einen gültigen Zip-Code da reinsetzen, sonst fliegt mir das Ding durch die Validierung um die Ohren. Zum Zip-Code hätte ich gleich noch mal eine Frage. Wie geht man dann bei Lokalisierung, Internationalisierung damit um? Weil dann hat man noch das Land und das genau. Hat die Abhängigkeit auf den Zip-Code. Also ist es dann ein lokalisierter Zip-Code oder baut man sich dann ein neues Adressobjekt, was dann sich anhand des Landes instanziert? Ja, ich zeige noch mal eben zwei Folien und dann komme ich auf die Frage noch mal eben. Nur weil wir das gerade offen haben jetzt einfach. Das ist ja so trivial von der Grundidee her, sowas so zu kapseln. Ich meine, darüber nachgedacht haben wir ja alle schon mal. Zip-Codes, City, Country, E-Mail, Phone-Number, das sind Sachen, die gibt es auf der ganzen Welt. Überall. Und die schreiben alle mit Zahlen ihre Telefonnummern. Ja, gut, die Amerikaner benutzen manchmal Buchstaben, aber eigentlich mal Handyzahlen. Gibt es denn da vielleicht irgendwas in einer Art Bibliothek, wo man so eine ganze Liste solcher gekapselter Objekte schon irgendwo herbekommt? Bei Phone-Nummern ist eine von Google. Die haben da was zusammengebaut mit Validierung sämtlicher internationalen Telefonnummern und Normalisierung davon. Ja. Also was es ja viel gibt, es gab mal so ein, wie ist das noch, Project San Francisco heißt das, glaube ich, von IBM, vor 20 Jahren wurde das mal ins Leben gerufen, wo man das noch viel weiter treiben wollte, ne? Wo man sagen wollte, der Kunde ist ja überall auch irgendwie gleich, ne? Und alles ist irgendwie gleich. Und dann hat man gemerkt, alles ist doch nicht gleich. Ja, aber wenn man sich die Sachen anguckt, dann fängt man schon fest, das ist ja so trivial, so eine E-Mail-Adresse. Ja, was es schon gibt, ist Services, die Validierung übernehmen. Ne? Also dass es bestimmte Validatoren dafür gibt, also zum Beispiel JSF-Validatoren oder Bean-Validation-Constraints, die fertig sind, die ich da einfach dranhängen kann. Das Problem ist, dass du die Dinger ja normalerweise, wenn du im Java-Umfeld bist, in JPA einbettest. Also du hast ja keine Transportobjekte, die du irgendwo nutzt und dann sagst, und jetzt persistier dich mal und dann hast du noch andere Entitäten, sondern das sind die Rich Entities, sind Entitäten, also JPA-Entitäten und die, diese Dinger, die wir hier sehen, die Value-Objects, das sind Embeddables normalerweise. Ne? Und da hat natürlich jeder irgendwie andere Tabellenstrukturen und so weiter und wenn du das versuchen würdest, also ich kenne keine Library, die dir das als Value-Object zumindest zur Verfügung stellt. Wäre denkbar. Wäre denkbar, klar. Kannst du ja mal machen, Open Source. Ne? Wir haben ja schon über so viele Libraries überall gesprochen, die alle möglichen Dinge abnehmen und dann stolpern wir über sowas und denken wir so, ja, das kann man doch mal irgendwie eigentlich mal der Welt zur Verfügung stellen. Mach doch. Ja. Oh, ah, ist okay. Ich zeige noch mal eben zwei Folien, die das beides nochmal zusammenführt und dann kommen wir eben auf das Problem oder auf diese Internationalisierung und auch Mandantenfähigkeit ist ja auch so ein Thema. Der eine Mandant hat andere Validierungsregeln als der nächste und solche Sachen. Also Benefits, Fachlichkeit befindet sich direkt in der Domain drin. Also ich habe da, das haben wir gesehen, ich habe meinen Customer und der hat bestimmte Regeln und ich habe meine Value Objects, die haben bestimmte Regeln und ich kann die nicht falsch erzeugen und ich kann sie nicht verfälschen, den ganzen Lifecycle über. Also ich muss nicht permanent gucken, bist du noch valide, bist du noch valide, bist du noch valide, weil sie valide sind, Punkt. Und ich muss nirgendwo wo dieses Null abfragen, weil es einfach nicht passieren kann. Ich habe keinen oder kaum duplizierten Code. Ich habe sprechenden und konsistenten Code und sprechend, also verbesserte Lesbarkeit und dadurch automatisch auch verbesserte Wartbarkeit. Und was man da nicht unterschätzen sollte, also wir sehen das gerade bei jüngeren Leuten, man fängt an, über die Fachlichkeit zu reden. So blöd das klingt. Also sonst redet man über Architektur, über Technologie und weswegen irgendwelche Dinge nicht funktionieren, weswegen irgendwelche Constraints nicht sauber ausprogrammiert sind oder sonst was. Und hier fange ich plötzlich an,
mit meinem Kollegen am Code zu sitzen und zu sagen, ja, der Use Case, da passiert ja das und das. Nee, die fachliche Anforderung war ja eigentlich doch anders. Und gerade die jüngeren Leute, die sich sonst gern eher hinter der Technologie verstecken, weil es auch mehr Spaß macht und weil sie es auch noch nicht gelernt haben, sich mit den Fachabteilungen auseinanderzusetzen, das ist auch nicht immer witzig, die fangen sehr schnell an, dazu überzugehen, viel stärker in die Fachlichkeit einzutauchen. Und das ist ein Riesengewinn für das Projekt, ne? Also weil die viel stärker in dieser Fachlichkeit denken und auch in den fachlichen Problemen denken. Und das Domain Model, was wir dann tatsächlich ausgedruckt bei uns immer an der Wand hängen, zumindest haben die relevanten Teile, das kann ich hernehmen und mit Fachabteilung darüber diskutieren. Also ich kann wirklich an die Wand gehen und sagen, hier, das hängt mit dem zusammen und das ist so und so. Seht ihr das auch so? Das ist ja deren Sprache, das ist deren Welt, ne? Also das klappt einwandfrei. Und hier nur mal der Customer, wie könnte der aussehen? First Name, Last Name, Family Status, sowas wie Address. Dann habe ich eine Map mit Phone-Numbern und eine Map mit E-Mails und E-Mail-Types. Das ist sozusagen die interne Repräsentation. Nach außen gebe ich sowas wie, der kann heiraten. Ich frage ihn, ob er verheiratet ist. Das sind fachlich relevante Methoden. Dass das zufällig über einen Family-Status abgebildet ist, ist völlig egal, ne? Also das hat den Anwender dieser API nicht zu interessieren. Den Partner habe ich jetzt weggelassen. Der kann auch sich selber heiraten, meinetwegen. Hier auch noch eine interessante Sache. Ich habe gesagt, ich habe eine Map mit Phone-Number. Und das ist jetzt so ein Beispiel. Da sind wir für einen führenden Energie- und Telefonie-Provider bei uns im Norden tätig gewesen. Und ich könnte jetzt ja sagen, change phone number und dann übergebe ich die phone number und den phone number type. Aber da müsste ich die phone number types auch alle irgendwie kennen. Und bei dem ist es schon wichtig zu sagen, oder was anderes, ob ich die home phone number ändere oder die mobile phone number oder irgendeine andere phone number. Ne? Also da steckt fachlich ein bisschen was anderes hinter, da hängen dann so andere Validierungsregeln, die eine muss es unbedingt geben oder da hängt eine Adresse dran, wo dann die Rechnung hingeschickt werden muss. Und ein Disconnect Home Phone Number ist auch was anderes, als wenn ich es einfach nur löschen würde, als wenn ich sage Delete Phone Number Type Phone Number. Das eine geht, das andere kann man nicht löschen. Also insofern auch hier würde ich diese interne Repräsentation, die mir ja beliebige Phone Number Types ermöglicht, also kann ich ja beliebig erweitern, würde ich verstecken. Hinter dieser sehr konkreten fachlichen, hinter den sehr konkreten fachlichen Methoden. Ne? Hat natürlich zur Folge, wenn der plötzlich einen neuen Typ an Phone Number erlaubt, dann muss ich es ausimplementieren. Hat aber den riesen Vorteil, also das kommt bei denen nicht so häufig vor, fachlich, dass sich das ändert, weil das in Stein gegossen ist, hat aber den riesen Vorteil, dass ich es nicht falsch verwenden kann, dass ich nicht aus Versehen Phone Number Type rauslösche, der essentiell ist, oder dann so eine allgemeine Methode habe, wo 17 Fallunterscheidungen drin sind. Auch das passiert nicht. Ganz kurzes Quiz. Was ist eine Adresse, nach dem, was ihr gehört habt? Ist das eine Entität oder ist das eher ein Value Object? Oder ist die Frage blöd? Genau, also kommt drauf an, war schon mal eine gute Antwort, sage ich auch immer grundsätzlich. Darüber verkaufe ich meine Beratungsleistung. Da müsste, ich sag dann noch, da müsste ich mal eine Woche vorbeikommen und mir das genauer anschauen. Genau. Wenn du prüfen willst, ob Leute an derselben Adresse wohnen und du auch in Kauf nimmst, dass zum Beispiel die Hausnummern ändern, ich trotzdem noch im gleichen Haus bin, sind es Entities. Genau. Wenn du sagst, drauf geschissen, ich will einfach nur eine vernünftige zu String haben, dann sind es Value Objects. Genau, also die Antwort ist tatsächlich, also beides ist richtig, ne? Die Antwort ist tatsächlich, kommt drauf an. Wenn ich im Katasteramt arbeite, da ist die Adresse durchaus relevant, also da ist die Entität der Adresse relevant oder die Identity, die haben nämlich eine eindeutige Nummer und eventuell wird das neu vermessen, das heißt, die Attribute ändern sich, aber die ID bleibt gleich. Wenn ich dagegen nur die Attribute wissen will, also wo ist das Ding und wenn ich umziehe, schmeiße ich alles weg und packe da eine neue rein, dann ist es ein Value-Object in dem Moment. Ne? Okay, wo hat das ganze Ding seine Grenzen? Ich habe jetzt so super einfache Beispiele gebracht, also irgendwie ein Birthday, kann sich noch jeder vorstellen, dass das Ding sich selber validiert. Wir haben auch gesehen, ein Customer, da passt da alles so schön rein, also da gibt es keine Abhängigkeiten zu Dritten in dem Moment. Ne? Aber was wäre, wir haben jetzt schon gesagt, Internationalisierung, was mache ich mit so einem Thema oder mandantenspezifische Validierung, die damit reinkommen oder vielleicht deutlich komplexere Abhängigkeiten oder allein so eine Validierung, E-Mail und ich will sicherstellen, dass die wirklich, dass es die gibt, also nicht nur, dass das Pattern erfüllt ist, sondern dass es die Domain gibt
und vielleicht sogar, dass ich dann eine E-Mail hinschicken kann und es kommt was zurück. Ne? Also wo fängt man da an und wo hört man da auf? Und wir haben da so die goldene Regel, alles, was das Objekt in sich selber feststellen kann oder die Klasse in sich selber feststellen kann, das packen wir da mit rein. Alles, wo ich auf Dritte zugreifen müsste, gehört dann nicht mehr mit rein. Also wenn ich theoretisch irgendwo über die Leitung gehen muss bei diesem E-Mail-Check, um festzustellen, ist das eine gültige Domain oder an irgendeine andere Datenbank rangehen muss oder sonst was, dann gibt es im DDD das Pattern des sogenannten Services. Also immer, wenn ich einen Kunde und eine Shopping-Card miteinander verheiraten möchte und irgendwie gefühlt, der Shopping-Card ist nicht Teil des Kunden, aber der Kunde ist auch nicht Teil des Shopping-Cards, sondern das sind zwei losgelöste Entitäten, aber trotzdem habe ich Situationen, wo ich mit beiden was machen muss. Dann hat man einen Service drumherum. Also immer dann, wenn eine business-relevante Transformation stattfindet, die mehr als eine von diesen Entitäten anfasst, dann baut man so einen Service da rein. Ja, und mit Lokalisierung und so weiter, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder baue ich Injection Points, also dass ich von Anfang an bestimmte Varianten mit einplane und dann über Injection die richtige Variante reinkriege. Also da könnte ich mandantenspezifische oder Localization-spezifische Injection fahren und darüber zum Beispiel die Localization Patterns da reinbinden. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass ich über, also was wir bei Patterns häufig machen, dass wir die über Resource-Dateien, also Local Resources, auslagern und dann zur Laufzeit sozusagen die richtige Local heranziehen. Also wenn es nur darum geht, bei Adressvalidierung, also eine englische Adresse sieht komplett anders aus als eine deutsche Adresse oder hat komplett andere Regeln. Und wer sich einmal den Spaß gemacht hat, internationale Adressvalidierung flächendeckend auszuprogrammieren, der wird wahrscheinlich auch bei der Google-Validierung landen, weil das wirklich kein Spaß ist. Ne? Also das ist dann schon ein anderes Thema. Okay, wie sieht es mit der Zeit aus? Ich habe keine Uhr dabei, weil ich neulich beim Snowboarden mich dermaßen am Arm verletzt habe, dass ich keine Uhr tragen kann. Haben wir noch für ein paar Folien Zeit? Oder? Okay, weil dann würde ich ganz gerne dieses Bilder-Pattern noch mal eben schnell anreißen. Wem sagt das Bilder-Pattern was? Genau, also bin ich auch von ausgegangen, gehört hat das wohl jeder, weil wir haben jetzt ja natürlich ein bisschen das Problem, wir haben ganz, ganz viele von diesen tollen Objekten, die wir erzeugen müssen. Ne? Und jetzt hätte man ja überall im Code dieses New First Name, New Last Name und solche Sachen und dann das alles in Kombination noch richtig. Und diese Parameter-Hölle wollen wir auch nicht haben, haben wir gesagt. Und die Constructor-Hölle wollen wir auch nicht haben. Irgendwie wollen wir ein Mittel an die Hand kriegen, diese Objekte konsistent zu erzeugen. Und da bietet sich eben dieses Bilder-Pattern an. Bilder-Pattern, Object-Creation-Design-Pattern und ist letztendlich die Antwort auf das Constructor-Hell-Anti-Pattern. Also auch jetzt wäre es ja noch möglich, dass ich sage, erzeuge mal einen Kunden mit Zip-Code und City oder einen Kunden mit Zip-Code und City und Street und so weiter, nur dass ich Value-Objects übergebe, also ich kann die Konstruktoren und die APIs nicht mehr falsch verwenden, aber ich habe ja trotzdem beliebige Kombinationen. Und die Idee ist, über so eine Fluent API einen Step-by-Step-Ansatz zu machen und die primitivste Art wäre eigentlich, oder nicht die primitivste Art, aber das, was wir bisher haben, ist ja dieses Address, dass ich da irgendwie ganz viele Werte übergebe und dass ich dann hier halt schaue über diese Validatoren, ist das eine gültige Kombination, ja oder nein? Und das könnte man eigentlich auch schon fast als so ein Bilder bezeichnen. Also wenn ich dann noch hier ganz viele Ifs drin hätte, wenn das gefüllt ist, braucht das nicht gefüllt sein oder irgendwie sowas. Das wäre dann so der unschönste Bilder, den man sich vorstellen kann. Aber von der Idee ist das schon das Richtige. Schöner ist sowas, dass ich sage, Address Builder, New Address Builder und dann rufe ich auf den Builder Street, Street Number, Zip Code, City, State, Country auf, sage unten irgendwann Build und dann kriege ich eine gültige Adresse raus. Und nur wenn die Kombination der Setter, die ich hier habe, auch gültig ist. Ne? Und wenn ich irgendwas vergessen habe, sagt der mir hier, tut mir leid, Zip Code fehlt oder tut mir leid, City fehlt oder sonst was. Und darüber kann ich verschiedenste Permutationen des Ganzen erzeugen. Das Ganze funktioniert auch, also weswegen hat man so viele Setter, das habe ich am Anfang nicht gesagt, weswegen ist das heute so populär, weil viele Frameworks das auch brauchen.
Also der Einwand, normalerweise kommt dann immer der Einwand, ja, du sagst hier, Setter brauchen wir nicht, mach mal lieber bitte heiraten. Aber mein JSF sagt, ich brauche so einen Setter, weil wie soll ich damit jetzt umgehen? Der sagt, mein JSF sagt nicht, bitte heiraten, sondern gib mir mal den Setter. Und das Schöne ist, an diesem Pattern, ich kann an die JSF-Oberfläche oder an die Frameworks jeweils diesen Builder binden. Also nicht das wirkliche Adressobjekt, sondern den Builder. Und darüber kann ich dann die ganzen Werte eingeben, zum Beispiel über einen Wizard, über mehrere Seiten hinweg. Der ist dann nicht voll gefüllt und erst ganz am Ende, wenn der vollständig gefüllt ist, erzeuge ich die tatsächliche Adresse. Also das funktioniert dann auch mit den Frameworks. Die Adresse selber, die hat dann gar keine Setter mehr. Die hat nur diese fachlich relevanten Methoden, über die wir gesprochen haben. Dann macht man also die Validierung dann in der Bildphase oder wann macht man das? Also weil der Builder kann ja im Prinzip dann auch neue Werte reinbekommen. Das ist ja bei einer Oberfläche über JSF realisiert, ohne dann gang und gäbe. Genau, also hier würdest du in dem Builder abfangen, also da könnt ihr auch bei uns auf der Webseite mal schauen, da haben wir auch einen Blog zugeschrieben, wie man das macht. Es geht noch ein bisschen weiter, werden wir gleich sehen. Du könntest hier natürlich schon mal abfangen, wenn du schon ein Set Street aufrufst, dann sollte die Street in sich schon valide sein. Ne? Das könntest du hier machen und dann am Ende der Validierungsphase, also in JSF, da kannst du dich ja zwischenklingen in der Post-Validate, also da gibt es so einen Callback-Mechanismus. In dem Post-Validate würde ich dann hier quasi diese Überführung in die Address machen, damit hinten in der Action-Phase, also ganz am Ende, die Address gültig zur Verfügung steht. Das ist ja auch wichtig, also ist ja eine Grundidee bei JSF, dass ich in dem Moment, wo ich die Business-Logik arbeite, nur valide Objekte zur Verfügung habe. Und deshalb müsste dieses Build, also Builder-Build sozusagen, in der Post-Validate stattfinden. Aber diese Builder-Build-Methode, die wird dann intern auch zum Konstrukt aufrufen mit x Parametern. Also genau. Keine Set an den Entities oder Religion. Ja, das kann man machen, wie man will. Also ich zeige gleich noch ein Beispiel, wie wir das machen. Und zwar, genau, hier wäre das. Ne? Also ich habe hier so einen Address-Builder und dann habe ich diese verschiedenen Attributes hier drin. Und dann habe ich hier diese Build-Methode, Return New Address, also das war das, was du meintest wahrscheinlich, ne? Ja. Also der erzeugt eine Address, hat aber vorher geguckt, dass alle Werte gültig sind und auch, dass die Kombinationen gültig sind. Also angenommen, ich erzeuge einen Kunde mit Zahlungsmethoden und wenn ich Credit Card als Zahlungsmethode ausgewählt habe, müssen ja andere Felder gefüllt werden, als wenn ich Rechnungsadresse, auf Rechnung oder sowas habe, ne? Und wir sehen, dieser Builder, der hat die Setter, aber die Setter sind nicht in der Address selber an der Stelle. Und das Adressobjekt mit einem Konstruktor zu instanzieren, das den Builder bekommt, wäre das auch eine... Genau, also das, ich habe noch ein anderes Beispiel. Also was jetzt unschön an diesem Beispiel ist, dass ich den Builder irgendwie so in den Vordergrund drücke, ne? Also das, genau was du gerade gesagt hast, wäre die andere Alternative, dass ich mir den Builder hole und dann den mit Werten fülle und damit irgendwas mache. Ein bisschen cooler wäre es ja, wenn ich sowas hätte. Address ist gleich Address New Address. Ne? Das gibt mir einen Builder zurück, also das ist ein interner der Adresse. Und darauf rufe ich auf For Street Number Off Street In City With Zip Code Lying In State Off Country Build. Und wenn man den Code liest, da weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Ne? Also da vorher hatte ich diese ganzen Setter und jetzt habe ich wirklich human-readable Code. Und auch das geht mit JSF mit ein bisschen, also wenn man das ein bisschen tricky macht, wenn man einen eigenen EL-Resolver schreibt und auch mit anderen Frameworks. Ne? Also nämlich, indem ich sage, intern gibt es diese Attribute und guckt bitte mal, ob es Methoden gibt, die mit for, of, with oder sonst was beginnen. Und wenn, also bei diesem EL-Resolver. Und wenn ja, dann tue so, als wäre das ein Setter. Und auch die Dinger kann ich ganz normal an die Oberfläche binden dann in JSF. Also auch da haben wir einen Blog-Eintrag zu. Wir haben uns da relativ intensiv mit beschäftigt, wie man das sauber abbilden kann. Und das würde jetzt so sinngemäß aussehen, ich habe hier meine Address. Die hat diese Static New Address Builder Methode. Die liefert mir sozusagen den Builder zurück. Das ist dieses untere Teil. Hier drin habe ich die Off-Street und so weiter Methoden, das habe ich jetzt nicht, also in denen die Validierung stattfindet, gibt immer den Builder zurück, also das war diese Fluent API-Geschichte. Und unten gibt es irgendwo diese Build-Methode, da wird nochmal so eine übergreifende Validate aufgerufen, ob die Kombination der Felder gültig ist und liefert mir dann die Adresse zurück. Das ist von der Syntax ein bisschen tricky, also Address This ist quasi diese umliegende Adresse dann in dem Moment, ne?
von der Idee her. Also einfach bei uns mal nachlesen, wir haben da auch Codebeispiele zum Nachvollziehen. Und dann hat man wirklich schön sprechenden Code, also finde ich jedenfalls. Das kann man so lesen und kann man auch nicht mehr falsch bedienen. Wir haben gesehen, da stand eben auch nicht String, 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 sondern auch hier City und Zip Code. Also, Design is the code is the design. Und was wir dann häufig hören, also wir haben das ja mit den Telefonnummern gerade gesehen, da hatte ich nur zwei Telefonnummern angeboten und der erste Einwand ist, ja, aber da wird es garantiert die Anforderung geben, dass man eine dritte braucht. Du hast jetzt nur Home Phone Number und Mobile Phone Number und irgendwann wird es eine dritte geben. Mein internes Modell gibt das ja problemlos her, also mein DB-Modell sozusagen, das Mapping. Ich habe ja diesen Type gehabt, Phone Type, und ich hatte dann eine Map mit verschiedenen Phone Numbers dahinter. Nur meine API gibt es nicht her. Dann kommt immer so ein Einwand, ja, muss ich dann denn jedes Mal den Code ändern, wenn sich die Fachlichkeit ändert? Und das ist auch dieses 50 Setter schon mal generieren und dann ist unsere Antwort zur Hölle ja, wann denn bitte sonst? Ja, also die Idee ist ja, dass der Code meine fachlichen Anforderungen widerspiegelt. Und wenn ich schaffe, dass sich die Fachlichkeit ändert, ohne dass ich meinen Code ändern muss, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also dann hat der Code vorher nicht gestimmt. Ne? Dann hat er vorher meine fachlichen Anforderungen nicht erfüllt, weil er sie vielleicht übererfüllt hat. Aber weil er viel zu viel Setter zur Verfügung gestellt hat, wenn er meine fachlichen Anforderungen übererfüllt, habe ich aber immer Möglichkeiten geschaffen, ein nicht konsistentes Modell zu erhalten. Und das bitte immer im Kopf behalten. Diesen Stack, den ich gezeigt habe, also wir sehen ganz häufig in Projekten, ich erzeuge meine Sachen sauber, ab dann kann ich damit machen, was ich will und erst wenn sie in die Datenbank gehen, habe ich nochmal so eine Art Schutzpuffer. Nur dieses, ich kann damit machen, was ich will in der Zwischenzeit. Da passiert so viel Unheil und da werden so viele Drittsysteme mit angetriggert normalerweise in heutigen Systemen. Und das habe ich überhaupt nicht im Griff. Ne? Also das kann ich nicht im Griff haben, ob das dann noch valid ist oder nicht. Und das kennt ihr selber auch, wenn ihr Drittsysteme selbst anbindet und die euch Datenmüll schicken. Man ist dann total genervt, versucht das irgendwie zu veredeln, die Daten, macht dann irgendwelche Annahmen, was da wohl drin stehen könnte, packt da irgendwas rein. Das führt immer zu Chaos. Genau. Okay, ja, so viel zum kleinen Exkurs Mut zur Fachlichkeit. Also ich habe das Wort Fachlichkeit bestimmt 100 Mal, können wir nachher auf Tape nachverfolgen, oder 200 Mal genannt. Einfach deshalb, weil mir das so extrem wichtig ist. Und wir haben die Erfahrung, ich kann nur von unseren Projekten reden, wir haben die Erfahrung gemacht, wir ziehen das sehr konsequent durch, auch mit, also wir sind häufig in anderen Teams integriert, mit den anderen Teams zusammen. Und die Qualität der Projekte ist deutlich gestiegen. Also die Qualität des Outputs bis hin zu der Entwicklungsgeschwindigkeit, aber das ist eher so ein positiver Nebeneffekt, wenn man diese Basisklassen erstmal hat. Also man entwickelt nicht jeden Tag 50 Last Names und 50 First Names, sondern irgendwann hat man für seine Domain die Basis und dann kann man darauf relativ locker aufsetzen. Und diese Abstract-Geschichten, die hat man sowieso. Die bringen wir sozusagen, oder die bringt man dann als Werkzeugkasten mit. Und man fokussiert sich viel mehr tatsächlich auf die Fachlichkeit. Die Diskussionen sind viel ergiebiger, als sie normalerweise sind. Und man verrennt sich nicht so oder man versteckt sich nicht hinter Technologie in dem Moment. Okay, also einfach mal ausprobieren. Wenn es funktioniert und wenn es läuft, macht es auch riesen Spaß. Man kann es auch im Kleinen ausprobieren. Ne? Man kann sagen, erstmal meine wichtigsten Objekte, meine wichtigsten Domain-Objekte, die bilde ich darüber ab und das andere mache ich genauso wie vorher auch. Gut, Fragen? Da war noch eine versteckte Frage. Noch eine Frage. Optionale Attribute, wie geht man da jetzt am besten um? Baut man sich dann sowas wie Optional Address, die dann sich von der Adresse ableitet und was anderes beinhaltet? Oder so skalamäßig ein Optional Objekt, was dann da drin eine Adresse hält? Also Optional Attribute ist für dich in dem Moment... Die Adresse ist entweder da oder nicht, sie muss halt nicht angegeben werden bei dem Kunden. Aber wenn soll sie valide sein, ne? Gut, aber das kannst du über den Bilder ja abfedern, ne? Also wenn du über den Bilder guckst, wenn sie da ist, dann muss sie valide sein. Beim Bild, das Bild würde aber auch einen gültigen Kunden erzeugen, wenn keine Adresse da drin ist. Aber das Adressobjekt in dem Kunde wäre dann ja wieder null. Oder wäre es dann halt eine empty address? Das würde ich tatsächlich,
da würde ich tatsächlich schauen, wo und wie ich das brauche. Ne? Also ich habe ja schon über CDI gesprochen. Also wenn du es irgendwo zum Beispiel rausreißt über einen Producer oder injecten möchtest oder sonst irgendwas, was wir durchaus viel machen, also dass wir über Producer-Methoden fachliche Objekte auch rausreichen. Also so nach dem Motto, injecte mir mal die aktuelle Home-Telefonnummer, was wir da gesehen haben. Dann würde ich auf jeden Fall so ein Dummy-Objekt haben wollen, was mir ganz klar signalisiert, ich bin sowas wie, mich gibt es nicht. Einfach um diese Null-Checks da nicht haben zu müssen. Ja, ich meine, in Java gibt es da natürlich auch optional, ne? Also ist dann optional.empty raus. Fertig. Ja, oder genau. Also da hast du, das machen wir halt auch relativ konsequent jetzt in einem Projekt, dass wir halt sagen, da wo wir es steuern konnten, wo der Kunde nicht was vorgegeben hatte, haben wir halt nicht Null gehabt, sondern immer optional, wo man sagen kann, is present or else. Und genau. Null ist halt einfach bitchy, das willst du halt nicht haben. Und das ist, wenn du in die Datenbank gehst, musst du natürlich dann das wieder wandeln und sagen, okay, ist ein Optional empty, dann, also ist not present, dann gibst du wieder Null in die Datenbank rein, aber das kannst du ja dann wegkapseln. Ja, also das machen wir sowieso viel, dass wir quasi State-Methoden anbieten, über die wir eben genau sowas auch rausfinden. Ne? Also dass wir den Kunden zum Beispiel fragen, hast du überhaupt eine gültige Adresse, ja oder nein? Und eben nicht über Null-Checks gehen müssen an der Stelle. Weil ich weiß nie, weswegen ist das Null. Ne? Ist es Null, weil irgendwie eine Validation nicht funktioniert hat? Ist es Null, weil jemand bewusst Null gesetzt hat? Was bedeutet dann Null? Gibt es nicht oder weiß ich nicht? Also ich kenne sie nur nicht, aber eigentlich müsste es die geben. Und also Null drückt immer wenig Fachlichkeit aus in dem Moment. Ja? Eine Frage zum, also wenn ich beispielsweise eine Oberfläche habe, wo ich eine Adresse pflegen will und du hattest ja in dem Setter für den Nachnamen beispielsweise drinstehen, dass das Objekt, also der String nicht leer sein darf. Jetzt habe ich irgendwo ein Eingabefeld in der Oberfläche, habe jetzt die Validierung aber eigentlich nur da drin, wie eine Exception wirft oder so. Macht ihr dann quasi die Meldung in die GUI dann über diese Exceptions oder wie findet das dann statt? Weil eigentlich will der Nutzer ja dann so einen Text sehen, Nachname darf nicht leer sein oder sowas. Ja, du kannst das, also wenn du jetzt in JSF zum Beispiel bist, dann kannst du das ganz normal in den also erstmal würden wir da auch eine Message noch erzeugen. Ne? Das kam jetzt hier nicht raus in dem Moment. Also was du nicht machst, ist, dass du validierst und nach jeder Validierung, die eine Fehlermeldung rausgibst, Vorname fehlt und dann drückt er nochmal, Nachname fehlt auch und dann drückt er nochmal und Street fehlt auch. Also man würde die genauso sammeln. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wie man das machen kann. Also wir haben sozusagen einen Auffangmechanismus außen drumherum, der mit, genau wie Bean Validation, mit der JSF-Validierung zusammenarbeitet. Also kannst du sozusagen den Lifecycle leicht modifizieren und da sammeln wir die Meldungen und natürlich kriegst du dann auch sinnvolle Meldungen an der Stelle. Also welches Feld hat das geworfen oder wo kommt der Fehler überhaupt her? Aber dieses Not Null oder Not Empty, was eigentlich in dem Domain-Objekt drinsteht, das wirft dann quasi so eine atypisierte Exception, damit das GUI-Framework außenrum... Genau. Inklusive Meldung und die kannst du auch internationalisiert dann handhaben, also wenn du die ins Resource-Bundle auslagerst. Ne? Das ist jetzt ein bisschen trivialisiert dargestellt gewesen hier auf den Folien. Da ging es mir nur darum zu zeigen, dass es nicht reicht, JSF-Validierung, irgendeinen Tag da dran zu schreiben an das Feld. Das reicht für den Moment der Übernahme aus der UI heraus, aber danach kann ich ja immer noch einen New Customer bauen an jeder beliebigen Stelle und würde das aushebeln an diesem Mechanismus. Ne? Also wir nehmen auch, also Bean Validation nutzen wir viel, JSF-Validierung überhaupt nicht mehr. Aber eben Bean Validation allein reicht an der Stelle auch nicht aus. Das nutzen wir sozusagen ergänzend. Okay. Ich frage mich noch, dieses etwas größere Objektmodell, das ihr jetzt aufbaut mit Phone Number und Last Name Objekten, hat das auch Auswirkungen auf die Datenbank, wie die dann letztendlich aussieht, oder klopft ihr das alles wieder flach, dass ihr sagt, am Schluss ist trotzdem wieder alles in einer Tabelle? Genau, also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, wenn du diese Value Objects hast, das sind Embeddables. Ne? Also angenommen, ich habe ein Last Name ist nichts anderes als ein Varchar in der Tabelle, also eine Spalte und das ist eine Spalte des Customers, wenn es im Customer ist und das ist eine Spalte der Person, wenn es in der Person ist. Also das ist ein normales JPA Embeddable in dem Moment. Also das hat null Auswirkungen auf die Tabellenstruktur. Selbst die Bidirektionalität, die muss gar nicht auf Tabellenstruktur dargestellt werden, das ist auch ein JPA-Konstrukt dann, dass du sagen kannst, Entitäten sind bidirektional, aber Tabellen sind nur unidirektional, die Abhängigkeiten. Macht das den JPA-Provider mit, also so geschachtelte Embeddables?
ich habe eine Sendung, wo eine Adresse drin ist, wo so ein Nachname drin ist. Ja, das funktioniert. Nee, dass es überhaupt persistieren kann. Also wenn ich so ein Sendungs-DO habe. Ich dachte, das würde nicht funktionieren. Doch, das geht. Es geht, also es ist sogar so, also ich bringe es immer durcheinander, Hibernate oder Eclipse Link, da brauchst du noch nicht mal mit der Punktnotation bis in das Feld reingehen, sondern der löst das von selber auf. Also wenn du so ein, dieses Abstract Value Object oder Simple Value Object als Basis hast, von was wir haben mit diesem Value dran, dann brauchst du in der Query Language eigentlich nur E-Mail angeben und nicht E-Mail.value. Also wenn der Typ bekannt ist als Embeddable, ne, dann sparst du dir den Weg. Ich weiß, ja, da geht es allein schon um das Persistieren, also wenn ich so ein komplexes Objekt habe. Weil ich glaube, ich bin einmal daran gescheitert, dass ich in quasi so ein Embeddable, was in der Ebene unten ist, wo ich, du hast ja auch das Beispiel mit der Map gehabt. Ja, ja. Also ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, aber kann auch in der Unfähigkeit an der Stelle gelegen haben. Ja, das ist dann ja, wenn du eine Collection of Embeddables hast. Also was ich eine Map von oder eine Liste von Embeddables. Ja, aber da, wo ich die Map definiert habe, das ist ja auch wieder ein Embeddable, was doch mal in einem anderen Embeddable drin steckt. Ne? Also ja, sonst wende ich mal mit dem Code an mich und dann kann ich mir das gerne nochmal angucken. Also normal müsste das eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern normal funktioniert das. Dann ist wahrscheinlich irgendwo so ein kleiner Pferdefuß dabei gewesen oder so. Aber das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass ich muss halt nicht für jedes von diesen Objekten eine eigene Tabelle anlegen und habe dann 50.000 Joins oder so. Das wäre natürlich nicht realistisch und nicht performant, sondern in der Tabellenstruktur sieht es genauso aus wie früher auch. Das ist eigentlich das Schöne, ne? Also dass ich mein Objektmodell deutlich hochwertiger habe als mein Tabellenmodell am Ende. Okay, gut, dann ist Zeit für ein Bier, oder?